Selbstverständlich gibt es sowas. Gut, also dann darf ich mich erstmal für die Einladung bedanken. Bin gerne hier zu euch gekommen. Sie werden sich sicher fragen, was hat jetzt ein Imker mit dem Freihandelsabkommen zu tun? Und ich werde in meinem Vortrag versuchen, zwei Hüte aufzusetzen. Im ersten Teil den Imkerhut. Als Präsident des Europäischen Berufsimkerverbandes habe ich sehr viel mit den Institutionen in Brüssel zu tun, unter anderem auch mit der EU-Kommission, die ja die diversen Freihandelsabkommen für uns Bürger in der EU verhandelt. Und ich habe aber auch fast 14 Jahre im Silicon Valley gearbeitet und werde dann mal den Imkerhut absetzen und ein bisschen was darüber erzählen, mit wem wir dort eigentlich verhandeln und wie die amerikanische Verhandlungsposition zustande kommt. Und deshalb geht es bei meinem Vortrag auch nicht um Anti-Amerikanismus, denn ich habe dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten viel zu verdanken. Unsere beiden Jungs sind dort geboren und es hat also jede Menge Spaß gemacht, dort zu arbeiten, war auch gerade wieder dort, weil auch die amerikanischen Imker sich mit großen Agrarchemiekonzernen herumschlagen zu einem Erfahrungsaustausch an der Harvard-Universität. Bin dort gerade eben, es gerade eben noch geschafft, in den letzten Blizzard hineinzukommen und durfte dann über Istanbul heimfliegen, was auch spannend war. Aber nun zum Freihandelsabkommen. Das wird ja zurzeit heftig diskutiert. Manche Diskussionsbeiträge entbehren nicht jeder Komik. Zum Beispiel der CSU-Landtagsabgeordnete Wolfgang Fackler hat es also geschafft, den Schutz vor islamistischem Terror und TTIP auf seiner Internetseite zusammenzubringen. Ich weiß nicht, ob er das so gemeint hat. Wir werden jetzt mal sehen, ob das jetzt wirklich so furchtbar ist oder nicht. Das zunächst mal so ein paar Grundlagen, damit man einordnen kann, in welchem Kontext eigentlich diese Verhandlungen stattfinden. Es ist ja so, das Freihandelsabkommen ist ja nun nicht das erste und das Konzept des Freihandels kennen wir schon relativ lange. 1948 wurde das General Agreements on Tariffs and Trade ins Leben gerufen, wo die absoluten Fundamente des Freihandels gelegt worden sind. Das war also der erste Schritt, um Protektionismus entgegenzuwirken. Daraus hat sich dann in der sogenannten Uruguay-Verhandlungsrunde die WTO entwickelt. Und auf der WTO-Ebene finden wir bereits Streitschlichtungsmechanismen, Schiedsgerichte, also ein Thema, das vor dem Hintergrund der Verhandlungen zwischen den USA und Europa gerade heftig diskutiert wird, im Rahmen der WTO nichts Neues. Als man diese Uruguay-Runde abgeschlossen hat, hat man gesagt, naja, es gibt noch ein paar Themen, auf die wir uns noch nicht einigen konnten. Wir vereinbaren aber eine eigengebaute Tagesordnung, nach der wir weiter den Geltungsbereich dieser Freihandelsabkommen, des weltweiten Freihandelsabkommens der WTO vergrößern wollen. Und daraus entstand also die sogenannte Doha-Verhandlungsrunde. Da gab es einige umstrittene Themen, wie zum Beispiel die Agrarsubventionen und Marktzugang im Agrarbereich, die öffentliche Beschaffung und ganz wichtig, der Investorenschutz. Und diese Doha-Runde, die ist stecken geblieben, weil es nicht nur Bürger in den verschiedenen Staaten gibt, die sich kritisch mit diesen Themen beschäftigen, sondern auch einige WTO-Mitgliedstaaten. Diese Agenda, die vor allem von den USA und Europa in die WTO hineingetragen wurde, nicht unterstützt haben.
Und deshalb haben sich sowohl die USA als auch Europa auf eine Parallelstrategie verlegt. Und diese Parallelstrategie, das Modell dafür ist das North American Free Trade Agreement, NAFTA, was 1994 unter Clinton abgeschlossen worden ist. Man hat gesagt, also wenn wir jetzt nicht die ganze Welt unter ein gemeinsames Regelwerk stellen können, dann fangen wir mal an, Handelsblöcke zu schaffen, in denen die Regeln, die wir später für alle haben wollen, schon gelten. Und deshalb ist eben NAFTA, North American Free Trade Agreement, sozusagen der Prototyp für einiges, was danach gefolgt ist. Und ich war zu der Zeit in den USA, als Clinton für dieses Abkommen geworben hat, kann mich noch sehr gut an die Versprechungen erinnern, die damals gemacht worden sind. Insofern kommt mir das, was wir im Moment im Bereich von TTIP hören, auch sehr bekannt vor. Aber NAFTA gibt es eben schon viele Jahre und man konnte dann relativ schnell auch beobachten, welche Auswirkungen dieses Abkommen hat. Und eine der Auswirkungen, die weltweit zur Kenntnis genommen wurden, war der Aufstand der Zapatistas in der mexikanischen Provinz Chiapas. Die Kleinbauern, die dort beim Freihandel unter die Räder gekommen waren, versucht sich zu wehren und dieser Aufstand ist vom mexikanischen Militär niedergeschlagen worden. Es gab nichtsdestotrotz gab es also weitere Bemühungen seitens der Amerikaner, auf dem amerikanischen Kontinent weiterzumachen. Und man träumte davon, eine Free Trade Area of the Americas von Alaska bis Feuerland zu schaffen. Und dieses Verhandlungsprojekt gilt als gescheitert. Seit 2005 gibt es keine Verhandlungen mehr. Die Südamerikaner vor allem kannten ihren Nachbarn im Norden zu gut. Sie haben sich angeschaut, wie es den Mexikanern ergangen ist bei NAFTA und haben dann kein Interesse gehabt, diese Verhandlungen fortzuführen. Stattdessen gab es ja auch einen sehr starken politischen Umschwung in Südamerika und was wir vor allem im Moment kennen, ist Mercosur, also der gemeinsame Markt des Südens, der sich eher am Vorbild der frühen Phasen der EU orientiert. Was die Amerikaner geschafft haben, war ein Freihandelsabkommen in Zentralamerika mit den kleinen Staaten dort. Das ist seit 2004 in Kraft und hat aber in keiner Weise die Wirtschaft dieser Länder beflügelt, die wirtschaftliche Situation vor allem des ärmeren Teils der Bevölkerung ist so dramatisch, hat sich so dramatisch verschlechtert, dass im vergangenen Jahr die Amerikaner das Problem hatten, dass minderjährige Kinder in Scharen an den Grenzen auftauchten, die nicht irgendwie als Ausreißer und Abenteuerlust, so Tom Sawyer-mäßig da unterwegs waren, sondern die waren von ihren Eltern Richtung USA geschickt, weil die Eltern zu dem Schluss gekommen waren, dass das die einzige Chance ist, trotz aller Risiken, der hohen Risiken für die Kinder, die einzige Chance ist, eine Zukunft irgendwo zu finden. Zu der Parallelstrategie der USA aktuell gehört jetzt aber vor allem, dass man versucht, die großen Handelsblöcke USA und Europa zusammenzuschweißen und parallel dazu im pazifischen Raum das TPP, das Trans-Pacific Partnership, mit ganz ähnlichen Strukturen zum Abschluss zu bringen. Und die Idee dahinter ist, dass man versucht, bei diesen großen
führenden Handelsnationen Verträge auszuhandeln, die sehr ähnliche Strukturen und Klauseln haben, sodass man dann die restlichen WTO-Mitglieder vor vollendete Tatsachen stellen kann. Früher war es so, dass die EU-Mitgliedstaaten jeweils für sich Freihandelsabkommen abgeschlossen haben. Deutschland hat ganz viele davon gemacht. Das Konzept des Investorenschutzes ist eine deutsche Erfindung. Deshalb amüsieren sich die Amerikaner etwas darüber, dass sich ausgerechnet die deutschen Bürger im Moment darüber aufregen, dass so etwas in den TTIP oder auch in den CETA-Verträgen drin ist. Die Befugnisse der EU wurden allerdings mit den neuen EU-Verträgen, im Vertrag von Lissabon, ausgeweitet, sodass jetzt die Befugnis, solche Handelsverträge abzuschließen, bei der EU-Kommission liegen oder zumindest diese Verträge zu verhandeln, bei der EU-Kommission liegen und innerhalb der EU-Kommission bei der Generaldirektion Handel. Auch Europa hatte so eine Parallelstrategie und zunächst mal haben die einzelnen Mitgliedstaaten, vor allem die Staaten, die früher Kolonien hatten, Freihandelsverträge abgeschlossen. Seit die EU diese Befugnis hat, gibt es zum Beispiel ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Südkorea, das seit Juli 2011 in Kraft ist. Hat schon mal jemand was von diesem Abkommen gehört? Die meisten Bürger haben da überhaupt nichts von mitgekriegt. Das war irgendwo so eine Randnotiz. Allerdings hat der damalige Handelskommissar de Gucht gesagt, dieses Freihandelsabkommen mit Korea sei das ehrgeizigste Handelsabkommen, das die EU jemals ausgehandelt hat. Und das ist ein Satz, der uns im Folgenden immer wieder begegnen wird. Und das nächste große Abkommen, davon haben inzwischen viele schon was gehört, ist das Abkommen mit Kanada, CETA. Und dieses Abkommen gilt als Blaupause für TTIP. Und auch hier hieß es damals, oder so lange ist das noch nicht her, als bekannt gegeben wurde, man hätte also diesen Vertrag fertig verhandelt. Dies sei das ehrgeizigste Handelsabkommen der EU. Also es gibt da sozusagen eine schrittweise, es gibt den Versuch, schrittweise den Umfang dieser Abkommen und was diese Abkommen regeln, zu steigern. Also das einfach nur mal zum Thema Kontext der aktuellen Verhandlungen. Jetzt möchte ich mal aus der Bienenperspektive zeigen, wie der Freihandel schon heute beeinflusst, was wir als Bürger zu bestimmten Fragen entscheiden dürfen. So ist zum Beispiel das Gentechnikrecht, das aktuell in Europa gilt, nicht etwa das Ergebnis eines demokratischen Willensbildungsprozesses in der EU, dass wir vielleicht eine Volksabstimmung gehabt hätten oder unsere Volksvertreter sich das ausgedacht hätten, sondern das seit 1998 bestehende Gentechnik-Moratorium in der EU, das eigentlich wesentlich besser widergespiegelt hat, was die Bürger über die Pflanzenbiotechnologie dachten. Das wurde 2003 aufgehoben und die Europäische Kommission hat das jetzt geltende Gentechnikrecht in Kraft gesetzt. Und 2003 gab es eine Klage der USA und auch von Kanada und Argentinien vor einem WTO-Schiedsgericht. Und die klagenden Nationen haben gesagt, was wir hier bei der Gentechnik veranstalten, dieses Gentechnik-Moratorium, sei eine unzulässige Handelsbarriere. Und wenn jetzt dieses Schiedsgericht
entschieden hätte, dass Europa hier gegen die Spielregeln der WTO verstößt, dann hätte es ermöglichen können, dass diese Länder gegenüber anderen europäischen Produkten, da wo es wehtut, Autos, Rotwein, wie auch immer, Strafzölle hätte verhängen können. Und das ist also nicht irgendwie so ein kleiner Strafzettel fürs Falschparken, sondern wenn so ein Schiedsgericht entscheidet in der WTO, dass jemand die Spielregeln verletzt hat, dann können Strafzölle verhängt werden, die massive Auswirkungen haben für den Handel zwischen den Nationen und natürlich für die entsprechenden Industriezweige. Also das war eine ziemliche Keule, die da auf die EU-Kommission zukam. Und dieses Verfahren ist im Prinzip nach wie vor anhängig, aber die EU-Kommission hat gesagt, okay, gut, wir verstehen, dass wir da was ändern müssen. Und dieses Verfahren wurde erstmal auf Eis gelegt, weil die Kommission eben gesagt hat, okay, wir lassen die Gentechnik jetzt rein. Aber gleichzeitig musste natürlich die Kommission irgendwie damit umgehen, dass das eigentlich nicht dem Bürgerwillen entsprach. Und deshalb hat die Kommission den Bürgern in Europa gesagt, wir lassen zwar die Gentechnik jetzt wegen dieser Klage bei der WTO rein, aber ihr müsst es ja nicht kaufen. Ihr müsst es ja nicht essen, sondern ihr bekommt die Möglichkeit der Wahlfreiheit durch Kennzeichnung. Ab 0,9% müssen gentechnisch veränderte Produkte gekennzeichnet werden. Und wir sorgen auch dafür, dass es weiterhin gentechnikfreie Produkte zu kaufen gibt, indem wir die Koexistenz organisieren. Wie das funktionieren soll, ist dann Sache der Mitgliedstaaten. Und wir versprechen auch Nulltoleranz bei nicht zugelassenen GVOs. Also ab der Nachweisgrenze fliegen alle Produkte heraus, die dürfen gar nicht erst auf den Markt gebracht werden, die gentechnisch veränderte Organismen enthalten, die die EU nie untersucht hat und nicht für sicher befunden hat. Also das sind die drei Grundpfeiler des Gentechnikrechts in Europa, sind Wahlfreiheit, Koexistenz und Nulltoleranz. Es gab eine Ausnahme bei der Kennzeichnung, die gibt es auch heute noch, für tierische Produkte, Milch, Eier, Fleisch. Das Argument war, wenn die Nutztiere gentechnisch veränderte Futtermittel essen, dann werden die ja irgendwie verstoffwechselt und am Schluss ist die Gentechnik dann im Endprodukt nicht mehr nachweisbar und deshalb brauche man hier auch keine Kennzeichnung. Es gibt im allgemeinen Lebensmittelrecht eben diese Kategorie der tierischen Produkte. Und ein wichtiges Lebensmittel aus diesem Bereich fehlt hier in dieser Aufzählung. Der Honig, genau. Warum fehlt der Honig? Ganz einfach, die Bienen verstoffwechseln nicht den Nektar, den sie da draußen sammeln, um den Honig zu produzieren, sondern sie entziehen nur Wasser, sie setzen Enzyme zu und der gentechnisch veränderte Pollen ist nach wie vor im Produkt und auch problemlos nachweisbar. Also bei diese Ausnahmeregelung war klar, wenn wir den Honig damit reinnehmen, dann ist diese ganze Kategorie kaputt, weil dieses Argument, dass die Gentechnik im Endprodukt nicht nachweisbar ist, da nicht zieht. Soweit, so gut. Damit war also die Tür auf in Europa für den Anbau von gentechnischen Produkten, auch den Import von gentechnisch veränderten Produkten und Futtermitteln. Aber die Tinte war noch nicht trocken auf diesem neuen Gentechnikrecht. Da saß man in Brüssel schon beieinander und hat sich überlegt, wie kommen wir aus dieser Nummer beim Honig wieder raus. Da gibt es also das Standing Committee on the Food Chain and Animal Health.
Das ist ein beratendes Gremium für die EU-Kommission. Da sitzen unter anderem auch die Mitgliedstaaten drin. Und die haben sich halt überlegt, also irgendwie müssen wir den Honig aus der Kennzeichnung heraushalten. Und man hat da bestimmte Überlegungen angestellt, die aber erstens, wenn sie umgesetzt worden wären, nicht funktioniert hätten. Und zweitens sind sie auch tatsächlich nie in das EU-Recht eingeflossen, sondern man hat immer nur so getan, als, also das war eine ganz merkwürdige Geschichte, man hat immer so getan, als irgendwie, obwohl das nirgendwo so genau niedergelegt ist, sei der Honig nicht kennzeichnungspflichtig und damit hätten die Bürger dann eben auch keine Wahlfreiheit beim Honig. Aber das Allerwichtigste für die Kommission war, dass der, wenn der Honig kennzeichnungspflichtig gewesen wäre, was er eigentlich ist, dann hätte es eben Koexistenzmaßnahmen in den Mitgliedstaaten geben müssen. Dann hätte man ja irgendwie dafür sorgen müssen, dass es den Imkern möglich ist, auch gentechnikfreien Honig zu produzieren. Und zu dieser Zeit hat man sich heftig über die Frage gestritten, wie viele Meter Abstand man zum Beispiel zwischen zwei Maisfeldern braucht, um die Koexistenz zu organisieren. Selbst den Beamten in Brüssel war genug über die Bienen bekannt, dass sie wussten, die Bienen, die fliegen nicht nur ein paar Meter, sondern die fliegen Kilometer. Und sie hatten schlicht und ergreifend Angst, dass die Mitgliedstaaten ihre Verpflichtung, Koexistenzmaßnahmen zu ergreifen, ernst nehmen, vor allem Mitgliedstaaten, die sowieso keinen Gentechnikanbau haben wollten. Und dann hätten sie den Amerikanern erklären müssen, naja, in den Mitgliedstaaten haben wir hier 3 bis 10 Kilometer um jeden Bienenstand Koexistenzmaßnahmen und da sind leider keine Anbauflächen mehr übrig geblieben. Dann wäre praktisch ihre ganze Quadratur des Kreises kaputt gewesen. Also hat man immer versucht, diese ganze Bienengeschichte unter den Teppich zu kehren. Das kann man hier an diesem Beispiel gut sehen. Ich war auf Umwegen Teilnehmer der Koexistenzkonferenz 2006 der EU-Kommission in Wien. Und zwar deshalb aus Umwegen, weil unsere Bundesregierung dafür sorgen wollte, dass keine Imker dort vertreten sind. Und deshalb musste ich als offizieller Vertreter des maltesischen Landwirtschaftsministeriums dort unterwegs sein. Die haben also einen hochrangigen Beamten aus ihrer Delegation zurückgezogen, haben mich stattdessen gemeldet und haben sogar meine Reisekosten bezahlt. Aber wenn es nach der Bundesregierung und dem damaligen Landwirtschaftsminister Seehofer gegangen wäre, wäre das Thema Imkerei dort nie aufgetaucht. So, wir haben dann folgende Situation gehabt, nachdem uns die ganzen Behörden dort an der Nase herumführen wollten, mussten wir einen Weg finden, das diese Frage mal rechtlich klären zu lassen. Und in diesem Bereich gibt es kein Verbandsklagerecht, sondern man braucht einen betroffenen Imker und der Freistaat Bayern war so freundlich, in seiner Zusammenarbeit mit Monsanto durch den sogenannten Erprobungsanbau dafür zu sorgen, dass es in Bayern betroffene Imker gab. Und auf diesem Wege sind wir dann, haben wir den Freistaat Bayern verklagt. Und die ganze Geschichte ging bis zum Europäischen Gerichtshof, wo wir 2011 gewonnen haben. Also höchstrichterliche Entscheidung, selbstverständlich dürfen die Honigkunden wissen, ob Gentechnik im Honig ist oder nicht. Und jetzt hatte die Kommission natürlich ein gigantisches Problem, weil dieses ganze Theater, was sie jahrelang aufgeführt haben mit dem Honig, der nicht in der Kennzeichnung ist, das war jetzt vorbei. Die Mitgliedstaaten, sogar Deutschland, bereiteten Koexistenzmaßnahmen vor und sie standen also kurz davor, den Amerikanern erklären zu müssen, April, ja, die Gentechnik kommt jetzt wahrscheinlich wegen den blöden Bienen doch nicht auf den Acker. Was macht also die Kommission? Die EU-Kommission legt einen Vorschlag vor
und behauptet, man bräuchte klare Regeln zum Status von Pollen im Honig. Und zwar nicht im Gentechnikbereich, sondern grundsätzlich. Das Gericht hätte sich geirrt in seiner Entscheidung, obwohl die Kommission Teil des Verfahrens war und alle Argumente, die sie so hatte, vortragen konnte. Und um den armen Imkern zu helfen, würde man also jetzt diese Regeln zum Pollen im Honig nochmal neu machen, damit die armen Imker nicht kennzeichnen müssen. Also genau die Imker, die geklagt und gewonnen haben, die für das Recht geklagt haben, den Honig kennzeichnen zu dürfen, denen wollte man jetzt helfen. Und die EU-Kommission hat in diesem Zusammenhang eine magische Fähigkeit der Bienen entdeckt, die auch den erfahrensten Imkern unter uns bis dahin unbekannt war, nämlich die magische Fähigkeit, gentechnisch veränderten Pollen, der draußen zum Beispiel an den Maispflanzen gedeiht, durch den Eintrag in den Honig in ein natürliches Produkt zu verwandeln, das dann nicht mehr kennzeichnungspflichtig ist. Ja? Wir haben diesen Unsinn 2 Jahre lang im Europäischen Parlament aufhalten können. Allerdings gibt es im Europäischen Parlament, wie in vielen Parlamenten, zu viel Stimmvieh. Das ist jetzt kein Vorwurf, sondern das ist einfach ein strukturelles Problem, dass natürlich nicht jeder Parlamentarier jedes komplizierte Thema geistig vollständig durchdringen kann, sondern da sucht man sich dann halt in der Fraktion einen Berichterstatter, der sich da angeblich auskennt und der soll das dann mal verstehen und dann allen anderen vorschlagen, wie sie stimmen sollen. Und wenn es der Industrie gelingt, diesen Berichterstatter zu drehen, dann dreht man die ganze Fraktion im EU-Parlament, nicht zwangsläufig die ganze Fraktion, also zum Beispiel hat die Industrie die konservative Fraktion eigentlich gedreht, aber wir haben es geschafft, dass alle CSU-Abgeordneten, die an dieser Abstimmung teilgenommen haben, für die Bienen und gegen den Kommissionsvorschlag und gegen den Vorschlag der eigenen Fraktion gestimmt haben. Insgesamt haben wir es hingekriegt, dass 25% aller konservativen Abgeordneten gegen den Vorschlag ihrer eigenen Fraktion gestimmt haben. Dass, dafür, dass wir keine hochbezahlten Lobbyisten in Brüssel haben. Ich mache diese Arbeit ehrenamtlich und bin auch nicht immer in Brüssel, sondern häufiger bei meinen Bienen. War das schon eine relativ beachtliche Leistung, glaube ich. Und hinterher hat der damalige Vorsitzende des Umweltausschusses im EU-Parlament, der für diese Fragestellung zuständig war, gesagt, dieses Vorgehen der Kommission sei vorauseilender Gehorsam gegenüber den Amerikanern wegen TTIP gewesen. Also man kann auch sagen, der Honig ist bereits das erste Opfer dieser transatlantischen Handelsbeziehungen, so wie sich die EU-Kommission das vorstellt. Und man kann an diesem Beispiel sehr schön sehen, wo die EU-Kommission steht. Man kann an diesem Beispiel sehr schön sehen, was von den Beteuerungen zu halten ist, dass man beim europäischen Verbraucherschutzstandards hart bleiben würde. Die Wahlfreiheit der europäischen Kunden beim Honig hat man schlicht und ergreifend selber geschleift. Wir als Imker sind jedenfalls der Meinung, dass es überhaupt nicht gerechtfertigt ist, der EU-Kommission in diesem Bereich zu vertrauen und darauf zu vertrauen, dass man dort hinter verschlossenen Türen schon das Richtige machen werde. Diesen Herrschaften muss man ganz genau auf die Finger schauen können. Nun, das sind sozusagen die schlechten Nachrichten aus der Bienenperspektive. Wir haben allerdings noch so das eine oder andere Ass im Ärmel. Also werden wir mal sehen, ob das diese Absurdität auch langfristig Bestand haben wird. Aber im Moment ist das tatsächlich geltendes Recht in der EU. Ich kann zum Beispiel jetzt einen kanadischen Rapshonig importieren. In Kanada ist 100% des Rapsanbaus gentechnisch verändert. Also ein sortenreiner kanadischer Rapshonig enthält fast ausschließlich gentechnisch veränderten Rapspollen und auch fast ausschließlich
also Nektar von gentechnisch veränderten Pflanzen. Und dieser Honig muss in der EU nicht gekennzeichnet werden. Ja? Allerdings diese Regeln, Wahlfreiheit, Koexistenz und Nulltoleranz wurden von den EU-Mitgliedstaaten auch wegen des starken Drucks der Bevölkerung sehr, sehr restriktiv ausgelegt, mit dem Ergebnis, dass deutlich unter 1% der Agrarfläche in Europa mit Gentechnik bestellt werden, der Rest ist gentechnikfrei. Es gibt fast nur den Import von Futtermitteln, die ohne Gentechnik-Kennzeichnung wirkt und wird zunehmend genutzt auf verschiedenen Produkten. Also diese Positiv-Kennzeichnung kann man zum Beispiel für Milch, Eier, Fleisch verwenden, wenn man auf die Fütterung mit gentechnisch veränderten Produkten verzichtet hat. Dann muss man zwar nicht kennzeichnen, dass Gentechnik, also wenn man gentechnisch verändertes Futter hat, muss man nicht kennzeichnen, dass da Gentechnik verwendet wurde. Aber wenn man auf gentechnisch verändertes Futter verzichtet, dann darf man draufschreiben, dass dieses Produkt ohne Gentechnik produziert wird, und das wird gerne angenommen. Die Supermarktregale sind weitgehend gentechnikfrei, und deshalb kann man sagen, diese Wahlfreiheit der Verbraucher wirkt. Die Kommission hat uns sozusagen den kleinen Finger geben wollen und wir haben die ganze Hand genommen. Das hat dazu geführt, dass es einen taktischen Rückzug zuerst von Monsanto gab. Also man hat 10 Jahre lang versucht, mit freundlicher Journalisten, mit PR-Kampagnen die Akzeptanz der grünen Gentechnik irgendwie zu erhöhen. Man hatte eigentlich gehofft, dass es so ähnlich läuft wie bei der roten Gentechnik, also der medizinischen Gentechnik, wo es am Anfang auch Vorbehalte gab, aber dann wurde diese Technologie sehr schnell akzeptiert. Kann man auch erklären, das findet unter Laborbedingungen statt. Wenn man merkt, dass da irgendwas nicht mit stimmt, kann man relativ leicht damit wieder aufhören. Und es ist etwas, was ich nicht als Zwangsmedikation bekomme, was ich nicht einfach auch als gesunder Mensch zu mir nehmen muss, sondern das ist etwas für die Ausnahme. Also deshalb haben die Bürger wahrscheinlich die rote Gentechnik relativ schnell akzeptiert. Aber der Widerstand gegen die Grüne ist zu großen Überraschungen der Industrie geblieben. Und jetzt hat es einen Dr. Tierfelder gegeben bei Monsanto, der überall in den Medien 10 Jahre lang versucht hat, das hohe Lied der Gentechnik zu singen, ohne Erfolg, und wurde dann von Monsanto wegen Erfolglosigkeit an die Luft gesetzt. Und es wurde auch, soweit ich das sehen kann, diese Stelle nicht wieder neu besetzt. Etwas später kam dann BASF und hat in einer Presseerklärung bekannt gegeben, dass sie sich mit ihren Gentechnikaktivitäten aus Europa zurückziehen. Und in dieser Presseerklärung sagte dann der Vorstand für Pflanzenbiotechnologie der BASF: Es fehlt weiterhin die Akzeptanz in weiten Teilen Europas bei der Mehrheit der Verbraucher, Landwirte und Politiker. Wir sehen keine Chance für eine erfolgreiche Kommerzialisierung von GV-Pflanzen in Europa. So, das schaut irgendwie so aus, als hätte die Zivilgesellschaft gewonnen. Wir können uns jetzt gemütlich zurücklehnen und unsere gentechnikfreie Landwirtschaft genießen. Allerdings zeigt das Beispiel Honig, welche Interessen die EU-Kommission nach wie vor hier vertritt. Und wir haben zwar in weiten Teilen Europas keinen Anbau, wir haben überall gentechnikfreie Regionen, aber ich bezeichne das, was die Gentechnikindustrie hier gemacht hat, als taktischen Rückzug. Sie haben es einfach aufgegeben, die Bürger von den Qualitäten ihrer Technologie zu überzeugen. Damit haben sie es auch aufgegeben, dass Entscheidungen im Sinne
der Gentechnikindustrie auf demokratischem Wege zustande kommen. Und Sie haben gesagt, wir brauchen eine demokratiefreie Lösung. Und was ist die demokratiefreie Lösung? TTIP. Warum ist es eine demokratiefreie Lösung? Wir haben das an dem Beispiel des WTO-Rechts schon gesehen. Solche Handelsverträge sind internationale Verträge, die völkerrechtlich verbindlich sind und mit unseren Entscheidungen, die wir demokratisch in den Mitgliedstaaten oder in der EU treffen, müssen wir uns praktisch dem, was in diesen völkerrechtlich verbindlichen Verträgen geregelt ist, unterordnen. Und das ist eben deshalb problematisch, weil ich kann natürlich als Bürger oder wir als Bürger können uns entscheiden und sagen, also wir möchten keinen Anbau von gentechnisch verändertem Saatgut, weil wir unsere Nahrungsmittelsouveränität behalten wollen, weil wir nicht wollen, dass unsere Landwirte in die Abhängigkeit von multinationalen Konzernen kommen. Das ist eine durchaus legitime demokratische Debatte, die man führen kann und wo man sich auch in diese Richtung entscheiden kann. Nur blöderweise, das sind keine Beweggründe, die nach dem Welthandelsrecht zulässig sind. Also ich kann etwas verbieten, wenn wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass es gesundheitsgefährdend ist oder dass, wenn wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass das umweltschädlich ist. Aber etwas verbieten, bloß weil den Bürgern das nicht gefällt, kann ich nicht. Und das ist dann eine unzulässige Handelsbeschränkung, ein Rückfall in den Protektionismus. Und interessanterweise ist natürlich auch so, dass wir in der EU das Vorsorgeprinzip haben. Also vereinfacht erklärt, wir dürfen auf die Bremse treten, bevor wir gegen die Wand knallen. In Amerika knallt man gegen die Wand und sucht sich hinterher gute Anwälte. Ja? Eigentlich ist das Vorsorgeprinzip, was wir hier in der EU haben, etwas, das schwer mit der Freihandelsagenda vereinbar ist. Nun, das Schöne an diesen Verträgen ist, dass die in der Vergangenheit zumindest im Geheimen verhandelt worden sind, wie wir am Beispiel des Freihandelsabkommens mit Südkorea gerade gesehen haben. Die Bürger interessieren sich in der Regel oder haben sich in der Vergangenheit nicht dafür interessiert, was da nur eigentlich im Detail drinsteht. Sie haben sich damit zufrieden gegeben, dass das alles unter der Überschrift Freihandel lief und das wurde dann automatisch irgendwie damit verbunden, ist toll, bringt Arbeitsplätze und so weiter. Und da hat man nicht näher hineingeschaut, wie das funktioniert. Und solche Verhandlungen, die erstens nicht transparent sind und deren Ergebnis hinterher in völkerrechtlich verbindliche Verträge mündet, die dann auch die Demokratien binden und den Entscheidungsraum, der für die demokratischen Entscheidungsprozesse verbleibt, einschränken, zieht natürlich wie ein Magnet alle Interessen an, die sich auf demokratischem Wege nicht durchsetzen können. Und deshalb finden wir eben auch immer wieder diese Formulierung, dass diese Freihandelsabkommen mit dem, was sie regeln, immer ehrgeiziger werden. Die Verträge werden immer komplizierter und länger, weil sich eben bestimmte Interessen dort einbringen und versuchen, dass ihr Spezialinteresse auf den Rang eines völkerrechtlich verbindlichen Freihandelsabkommens gebracht wird. So, und jetzt schauen wir uns mal an. Also wir haben hier in Europa, obwohl das natürlich auch nicht ganz einfach ist, bestimmte Dinge in Bezug auf
Umweltschutz, Verbraucherschutz, aber auch in anderen Domänen, also nicht nur in der realen Welt, sondern auch in der virtuellen Welt des Internets, des Urheberrechts und so weiter, haben wir als Bürger einiges erreicht. Und jetzt ist die Frage, wenn ich versuche, das in einem Freihandelsabkommen mit dem amerikanischen Recht zu harmonisieren, dann bestehen da Unterschiede in den Verhandlungspositionen, Unterschiede in den rechtlichen Standards. Und jetzt ist die Frage, wie kommen denn nun eigentlich diese Unterschiede zustande? Und wenn wir uns anschauen, wie funktioniert denn die Demokratie in den USA, da gibt es ein sehr schönes Buch von Greg Palast, ein BBC-Reporter, schon ein paar Jahre alt, aber nach wie vor oder vielleicht zutreffender denn je, America is the best democracy money can buy. Die beste Demokratie, die man für Geld kaufen kann. Warum ist das so? Einmal haben wir in Amerika das Problem, dass es keine wirksame Begrenzung von Wahlkampffinanzierung durch Konzerne, Wirtschaftsverbände und Superreiche gibt. Das war schon zu der Zeit, wo Greg Palast dieses Buch geschrieben hat, sehr schwierig, das Geld aus der Politik herauszuhalten. Aber wie ich gleich zeigen werde, hat sich die Situation in den letzten Jahren noch mal dramatisch verschlechtert. Das andere Problem ist, Wahlkämpfe dort kosten irrsinnig viel Geld. Die Wahlkämpfe werden sehr stark über bezahlte Werbespots in den Medien, vor allem im Fernsehen, gemacht. Und wenn ich nicht das Geld habe, auf die negativen Werbespots meines politischen Gegners zu antworten, brauche ich im Prinzip gar nicht anzutreten. Damit sind Kandidaten ohne finanzkräftige Spender chancenlos. Ein Kongressabgeordneter verbringt etwa die Hälfte seiner Zeit mit Dialing for Dollars, also nur damit, sich mit Leuten zu unterhalten, die seinen nächsten Wahlkampf finanzieren können. Es gibt also auch ein paar Statistiken darüber, wie zum Beispiel sich die Kosten von Präsidentschaftswahlen in den USA verändert haben, relativ zum Goldpreis. Und diese Zahlen sind etwas älter, wenn man vor allem den jetzt bevorstehenden Präsidentschaftswahlkampf sich anschaut, da wird man also wahrscheinlich weit aus dieser Skala hier herausragen. Es gibt einen amerikanischen Politiker, Senator Mark Hanna, der hat mal gesagt, there are two things that are important in politics. One is money and I can't remember what the other one is. Also zwei Dinge sind wichtig in der Politik. Das eine ist Geld und ich habe vergessen, was das andere ist. Das ist eigentlich relativ zutreffend dafür, was in den USA in diesem Bereich läuft. Und das hat wiederum zur Folge, da hat Noam Chomsky mal ein Buch drüber geschrieben, dass die Vereinigten Staaten auch als die gescheiterten Staaten angesehen werden können. Denn es gelingt ihnen nicht mehr, die Bedürfnisse der Bürger nach Sicherheit, Wohlfahrt und Rechtsstaatlichkeit zu erfüllen. Es gibt in der amerikanischen Geschichte den Begriff des Do-Nothing Congress. Das bezieht sich auf ein historisches Zitat, das also schon Jahrzehnte zurückliegt. Aber jemand hat mal zusammengestellt, wie der gerade zu Ende gegangene letzte amerikanische Kongress auf dieser Skala abschneidet, und der bricht also alle Rekorde nach unten, weil nämlich der politische Prozess derartig blockiert ist, dass nicht einmal die einfachsten
politischen Entscheidungen, also Dinge, die früher selbstverständlich waren, lassen sich nicht mehr durchsetzen, sodass die Produktivität in Bezug auf neue Gesetzgebung im Kongress langsam gegen Null tendiert. Also nur ein Beispiel: Mitten in der Ukraine-Krise hatten die USA in Moskau keinen Botschafter, weil der Kongress nicht in der Lage war, eine Abstimmung über den von Obama vorgeschlagenen Botschafterkandidaten durchzuführen. Arianna Huffington, einige kennen vielleicht die Huffington Post, die es inzwischen auch in England und in Deutschland gibt, hat mal ein Buch geschrieben, Third World America, dass sich Amerika immer mehr den Zuständen annähert, die wir eigentlich aus der dritten Welt kennen. Schwache Gewerkschaften, schwindende Sozialsysteme, schlechte Umweltstandards mit noch schlechterer Überwachung, eine schrumpfende Mittelschicht und der Aufstieg von Oligarchen. Und einen wesentlichen Anteil an diesem Prozess hat der oberste Gerichtshof, das Verfassungsgericht in den USA. Zu der Zeit, also ich bin nach Amerika umgezogen, als Reagan noch Präsident war. Und zu der Zeit galt es noch, wenn der Posten eines Verfassungsrichters in den USA neu zu vergeben war, hat der amerikanische Anwaltsverband eine Liste dem Präsidenten vorgelegt der qualifiziertesten Juristen im Land. Und aus dieser Liste hat der Präsident dann jemanden ausgewählt und dem Kongress zur Bestätigung vorgeschlagen. Aber dieses System, wo man sich einig war, dass das Wichtigste eine hohe Qualifikation ist, ist inzwischen zusammengebrochen. Und inzwischen ist das Wichtigste, ob der Richter parteipolitisch auf Linie ist. Und das hat eben auch zu einer Polarisierung in diesem obersten Gerichtshof geführt. Und wir reden ja immer wieder darüber, dass es ja eigentlich ganz einfach sein müsste, ein Freihandelsabkommen zwischen Europa und den USA abzuschließen, weil wir doch eine Wertegemeinschaft seien. Und das ist allerdings zunehmend nicht mehr der Fall, vor allem wenn es darum geht, wie das Verhältnis zwischen Bürgern und der Zivilgesellschaft und Konzernen gesehen wird. Konzernen, Kapitalgesellschaften, juristischen Personen. In den USA gibt es nämlich eine heftige Debatte über einen Begriff, den nennt man Corporate Personhood, also über die Frage, ob juristische Personen, wie zum Beispiel Kapitalgesellschaften, die gleichen verfassungsmäßigen Rechte haben wie Menschen aus Fleisch und Blut. Und der oberste Gerichtshof hat da inzwischen eine recht eindeutige Position, die große Auswirkungen hat auf die Wahlkampffinanzierung in den USA. Da gibt es eine Entscheidung, die viele Leute für eine der fatalsten Entscheidungen für die amerikanische Demokratie halten, die der oberste Gerichtshof je getroffen hat, nämlich die Citizens United-Entscheidung. Also in diesem Fall ging es um die Frage, ob die damals geltenden Begrenzungen der Wahlkampffinanzierung durch Konzerne verfassungsmäßig sind. Und in diesem Urteil hat das oberste Gericht zwei Annahmen gemacht. Die erste Annahme ist, juristische Personen haben die gleichen Rechte wie Bürger aus Fleisch und Blut. Die zweite Annahme war, sie,
beziehungsweise daraus folgt, dass zum Beispiel das auch für Konzerne das Recht auf freie Meinungsäußerung gilt. Und dann die zweite Annahme, die Sie gemacht haben, ist, dass Geld an Politiker geben eine Form von freier Meinungsäußerung ist. Und weil das ein verfassungsmäßiges Grundrecht ist, darf das nicht unnötig eingeschränkt werden. Und mit dieser Argumentation haben Sie im Prinzip die Abrissbirne geschwungen gegen fast alles, was noch an Begrenzungen der Wahlkampffinanzierung übrig geblieben ist. Und seitdem, also das Geld hat schon immer eine große Rolle gespielt in der amerikanischen Politik, aber im Moment ertrinkt die amerikanische Politik im Geld. Und nur um nochmal vor Augen zu führen, wie sich möglicherweise die Werte Gemeinschaft da auseinandergelebt hat. Es gab dann etwas später einen weiteren Fall, der sehr viel Aufmerksamkeit in den amerikanischen Medien erregt hat. Und zwar war das der sogenannte Hobby Lobby Case. Hier hatte also eine große Kette von Bastelläden, so Bastelbedarfläden namens Hobby Lobby, geklagt gegen die Gesundheitsreform von Präsident Obama. Und diese Gesundheitsreform enthielt Mindeststandards im Bereich der Krankenversicherung. Und diese Mindeststandards im Bereich der Krankenversicherung enthielten auch oder enthalten auch Regeln, die sich mit Verhütungsmitteln beschäftigen, also Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln für die Versicherungsnehmer. So, und jetzt hat also diese Kette von Bastelläden geklagt und hat gesagt, diese Regelungen zu Verhütungsmitteln würden die religiösen Gefühle der Firma verletzen. Und die haben Recht bekommen. Ja, also wenn man mal diese Schwelle überschreitet und sagt, es gibt keinen Unterschied zwischen Menschen aus Fleisch und Blut und juristischen Personen, dann kann man auch beim Thema Religionsfreiheit nicht Halt machen. Aus der Zeit, wo noch die qualifiziertesten Leute im obersten Gerichtshof landen, gibt es noch eine Richterin, die bereits 81 Jahre ist, Ruth Bader Ginsburg, die eigentlich schon lange in Rente gehen wollte, aber nach wie vor versucht, sich fit zu halten, geistig und körperlich fit zu halten, um so lange wie möglich dort irgendwie noch gegensteuern zu können. Und die hat also eine vernichtende Kritik dieses Urteils geschrieben. Und ich erzähle das deshalb, damit klar wird, dass bei, wenn es darum geht, das richtige Gleichgewicht zwischen den Interessen der Allgemeinheit und den Interessen von Konzernen zu finden, die Amerikaner dort anscheinend die Balance verloren haben. Und das ist ein Punkt, vor dem schon einer der Founding Fathers, nämlich Thomas Jefferson, 1816 gewarnt hat. Er hat nämlich gesagt, the end of democracy and the defeat of the American Revolution will occur when government falls into the hands of lending institutions and moneyed in corporations. Also er hat gewarnt davor, dass es das Ende der amerikanischen Demokratie und der amerikanischen Revolution sein würde, wenn der Staat in die Hände von Banken und Konzernen fällt. Und dieses Zitat kenne ich nicht etwa deshalb, weil ich damals in Amerika in der High School gesessen wäre und im Geschichtsunterricht aufgepasst habe, sondern das ist ein Zitat, an das sich im Moment sehr viele Leute in den USA erinnern, bei der Fragestellung, ob man Möglichkeit diesen Punkt, vor dem Thomas Jefferson hier gewarnt hat, in der amerikanischen Demokratie inzwischen erreicht oder sogar überschritten hat. Wenn man jetzt
ein Weltkonzern ist. Und zwar egal, wo man jetzt zufällig sein Hauptquartier hat, in Europa oder in den USA. Und man möchte also jetzt mit Geld politische Landschaftspflege betreiben. Dann ist es einmal natürlich wichtig, dass es nach Möglichkeit legal ist, mein Geld einzusetzen. Zweitens ist es wichtig, dass die Politiker mein Geld auch brauchen. Aber drittens ist es auch wichtig, dass ich für mein Geld auch was bekomme. Also es gibt ja viele Staaten auf der Welt, wo man mit Geld was in der Politik erreichen kann. Aber nicht jeder Staat ist global so einflussreich wie die USA. Und das Preis-Leistungs-Verhältnis in den USA ist einfach für Weltkonzerne fantastisch. Das sieht man auch daran, dass es Konzernen gelungen ist, ihre Partikularinteressen zum Teil der nationalen Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten zu machen. Also zum Beispiel konnte man sich unter Bush vom Server im Weißen Haus ohne Hacken, sondern das war Teil des offiziellen Materials, was man sich darunter laden konnte, die nationale Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten eben besorgen. Und dort ist auch die Rede von diesem Handelsstreit vor der WTO, den ich anfangs angesprochen habe, zwischen den USA und Europa im Bereich der Gentechnik. Und es ist also Teil der nationalen Sicherheitsstrategie der Vereinigten Staaten, Hindernisse, Handelshemmnisse für improved agriculture, also gentechnisch verbesserte Landwirtschaft, zu beseitigen. Und das ist natürlich eine tolle Sache, wenn man als Konzern die Dienstleistungen des amerikanischen Außenministeriums, mindestens des amerikanischen Außenministeriums, bekommen kann. Und das hat man dann auch wunderbar bei WikiLeaks nachlesen können. Denn wir erinnern uns, als Chelsea Manning wahrscheinlich diesen Riesenberg an diplomatischen Depeschen an WikiLeaks weitergegeben hat und WikiLeaks dann mit einigen großen Publikationen wie dem Spiegel in Deutschland oder dem Guardian in England oder El País in Frankreich zusammengearbeitet hat. Da war das für die Journalisten zunächst mal eine derartige Datenmenge, die sie da irgendwie sichten mussten, dass sich die Journalisten vom Guardian auf Twitter gemeldet haben und haben gesagt, hey, wir haben hier amerikanische diplomatische Depeschen, wir wissen gar nicht, wo wir anfangen sollen, gebt uns doch mal ein paar Stichworte. Und dann habe ich zurückgetwittert. Und ich habe gesagt, such doch mal unter Biotech Outreach Programm und Monsanto. Das haben sie auch gemacht und sind da gleich fündig geworden, haben das auch an ihre Kollegen in den anderen Redaktionen weitergegeben. Unter anderem in Spanien war das dann ein Riesenskandal, was El País darüber herausgefunden hat, wie die Entscheidung in Spanien, den Gentechnikanbau zu fördern, zustande gekommen ist. Also Spanien ist das Land, eigentlich das einzige Land, das im großen Stil Gentechnik anbaut. Und das war eben unter der Regierung Aznar. Die sind ja auch den Amerikanern schön brav in den Irakkrieg gefolgt. Und in diesen diplomatischen Depeschen konnte man eben nachlesen, wie das in Spanien gelaufen ist, aber man konnte auch nachlesen, wie das in Deutschland gelaufen ist. Also hier ist zum Beispiel eine diplomatische Depesche aus der US-Botschaft in Berlin, die sich damit beschäftigt, wer hier in der Bundesregierung zu diesem Thema welche Position bezieht. Ja, woher wusste ich, dass es dieses Biotech-Outreach-Programm gab? Ganz einfach, ich war mal für einen halben Tag Mitarbeiter der SPD-Fraktion des Bayerischen Landtags. Und zwar deshalb, weil der Generalkonsul in München an die Landtagspräsidentin Barbara Stamm geschrieben hatte
und darum gebeten hatte, im Landtag eine Informationsveranstaltung zur Gentechnik durchzuführen, und zwar für Abgeordnete und deren Mitarbeiter. Man hätte da so einen netten amerikanischen Landwirt, der ganz begeistert ist von der Gentechnik, und man hätte auch einen ganz tollen amerikanischen Wissenschaftler, der da Fragen beantworten kann. Und selbstverständlich, wenn die Amerikaner um so einen Termin bitten, findet der statt. Und die Leute in der SPD-Fraktion haben gesagt, also wir haben in unserem Mitarbeiterstamm keinen Gentechnik-Experten, dann holen wir uns halt für einen halben Tag mal jemanden in die Mannschaft. Und so konnte ich also an dieser Veranstaltung teilnehmen. Das da war, also ich habe auch noch die Präsentation, die damals gegeben wurde. Und die Amerikaner waren dann auch so freundlich und haben gleich den Dolmetscher mitgeliefert. Das war also sehr praktisch, gerade als es hinterher um die Fragen ging. Da konnte ich eben als Mitarbeiter der SPD-Fraktion auch Fragen stellen. Und wenn man wusste, was in diesem Bereich los war, konnte man die Fragen auch so stellen, dass, wenn die ehrlich beantwortet werden, das rosige Bild dann vielleicht doch etwas realistischer wird. Und dieser Dolmetscher hat dann einfach die Antworten, die nicht ins Bild passten, in seiner Übersetzung etwas nachkorrigiert. Und da war er natürlich bei mir gerade am Richtigen. Und ich habe ihn dann gebeten und gesagt, würden Sie das bitte nochmal korrekt übersetzen? Und ich kann mich gut erinnern, nach der Veranstaltung kam dann eine CSU-Abgeordnete zu mir, die auch dabei war, und sagte, sie hätte also jetzt nicht jedes Detail verstanden, aber eins hätte sie verstanden. Die wollten uns verarschen. Ja? Leider war ich eben aber nicht in jeder dieser Veranstaltungen, sondern interessanterweise, ich habe also nicht nur das Schreiben vorliegen, mit dem die amerikanische Botschaft sich dort an die Landtagspräsidentin gewandt hat, sondern auch das gesamte Besuchsprogramm, was veranstaltet wurde vom Generalkonsulat, also auch alle anderen Veranstaltungen. Ich habe jetzt mal die Hotelreservierungen rausgeschnitten, aber man kann also gut sehen, dass das amerikanische Außenministerium sehr damit beschäftigt war und nach wie vor ist, den Anbau von Gentechnik überall auf der Welt zu fördern. Wer inzwischen ist ja diese Datenbank der diplomatischen Depeschen von WikiLeaks nochmal wesentlich besser durchsuchbar gemacht worden. Also ich kann nur empfehlen, da mal unter den Stichworten Biotech Outreach-Programm und Monsanto nachzulesen. Die Qualität dieser Depeschen ist ausgezeichnet. Also die Informationen, die da drin sind, waren sehr, sehr gut recherchiert. Daran konnte man auch sehen, dass diese Mitarbeiter das nicht irgendwie so mal nebenbei miterledigt haben, sondern das war offensichtlich sehr, sehr hoch auf der Liste der Prioritäten, die dort im Außenministerium und in den Botschaften und Konsulaten abgearbeitet wurden. Und jetzt schauen wir uns doch mal an, wer denn da in den USA so einkaufen geht. Und das ist zum Beispiel der Lobbyverband der amerikanischen Chemieindustrie, und die haben eine schöne Internetseite und da sind ihre Mitglieder schön alphabetisch aufgeführt. Und wenn man da mal unter B reingeht, findet man dann sofort BASF und Bayer. Ja? Also das eben sind nicht nur amerikanische, sondern eben auch europäische Konzerne, die dort Politik einkaufen gehen. Und nachdem also man inzwischen relativ ungehindert dort Geld für die politische Landschaftspflege einsetzen kann und die Politiker auch ganz dringend dieses Geld brauchen, entsteht in den USA, und das gibt es eben schon seit einigen Jahrzehnten, dieses Problem, nämlich es entsteht das Problem, dass die Konzerne und Wirtschaftsinteressen, wenn sie sich nicht koordinieren,
sich bei diesen Bemühungen gegenseitig auf die Füße treten. Ja? Also der eine Konzern hat jetzt den Abgeordneten zu fassen, der für ihn jetzt einen tollen Gesetzentwurf einbringt. Aber es kann durchaus sein, dass da jetzt Sachen drinstehen, die wiederum einem anderen Konzern entweder bewusst oder unbewusst oder gewollt oder ungewollt in die Quere kommen. Und dass so einen unkoordinierten Einkauf von Politikern, das kann also schnell ineffizient werden. Und deshalb gibt es seit über 40 Jahren in den USA eine Schmiede für solche Gesetzesentwürfe. Die nennt sich ALEC, American Legislative Exchange Council. Diese Organisation besteht zur einen Hälfte aus den Wirtschaftsinteressen, die gerne Politik kaufen wollen, und zur anderen Hälfte aus Abgeordneten, die dann umsetzen, für was sich diese Auftraggeber entschieden haben. Und die treffen sich also einmal im Jahr zu einem Kongress, und dort werden also die verschiedenen Gesetzentwürfe, die ausgearbeitet worden sind, dort noch einmal vorgestellt, und dann stimmen die Wirtschaftsinteressen darüber ab, ob diese die verschiedenen Wirtschaftsinteressen dort ausgewogen berücksichtigt sind. Und wenn sie sich einig sind, das ist ein guter Gesetzentwurf, der passt aus der Sicht der Wirtschaft, dann dürfen die angeschlossenen Abgeordneten diese Gesetzesentwürfe als ihren eigenen Gesetzentwurf in verschiedene Parlamente einbringen. Interessanterweise gehören auch EU-Parlamentarier dazu. Also ich habe eine Liste gefunden der EU-Abgeordneten in der letzten Legislaturperiode, die zu diesem Netzwerk von ALEC gehörten. So, jetzt können wir uns mal an einem konkreten Beispiel anschauen, wie das funktioniert. Es gibt also einen Mustergesetzesentwurf von ALEC. Das ist der Preemption of Local Agriculture Laws Act. Und es ist eigentlich durchaus schon bemerkenswert, dass es in diesem Sektor so einen Gesetzesentwurf gibt. Denn uns wird ja immer erzählt, nur die durchgeknallten Europäer stören sich irgendwie an der Gentechnik, und die Amerikaner finden das alles super, essen das ohne mit der Wimper zu zucken, und das ist also irgendwie die Irrationalität der alten Europäer. Und vor allem die Deutschen, ne? Die Deutschen haben ja vor allem Angst. Ja? So wird das gerne dargestellt, aber interessanterweise ist in den USA der Widerstand gegen den Anbau so groß, dass man einen Gesetzesentwurf braucht, der es zum Beispiel Landkreisen verbietet, den Anbau von gentechnisch veränderten Pflanzen einzuschränken. Ja? So, also bei ALEC haben sich jetzt die Konzerne darauf geeinigt, guter Gesetzentwurf, dürft ihr Politiker jetzt mit losmarschieren. Haben die auch schön brav gemacht, beispielsweise in Oregon ist genau dieser Gesetzentwurf 2013 in Kraft getreten, von den Republikanern dort verabschiedet. Und fast gerade noch rechtzeitig, denn im letzten Jahr gab es in den in Bundesstaat Oregon zwei Landkreise mit Volksabstimmungen darüber, ob da jetzt Gentechnik angebaut werden darf oder nicht. Und in beiden Landkreisen ist diese Volksabstimmung durchgekommen, haben sich die Bürger also dafür entschieden, Gentechnik anbaufrei zu sein. Das ist ja durchaus bemerkenswert. Ja. Nachdem, wie die amerikanische Seite hier immer vorgestellt wird. Und wenn man dann allerdings die Presseberichterstattung darüber genauer liest, dann heißt es, der eine Landkreis hat diese Volksabstimmung beantragt und auf den Weg gebracht, bevor das neue Gesetz der Republikaner, das ursprünglich von ALEC stand, in Kraft getreten ist. Und deshalb könnte es sein, dass diese Volksabstimmung tatsächlich jetzt umgesetzt werden kann, das Ergebnis. Der andere Landkreis war aber ein bisschen später dran, und bei dem ist auf jeden Fall das Ergebnis der Volksabstimmung unwirksam, weil es gegen dieses Gesetz verstößt. Also man kann dort lückenlos zeigen, wie
die Wirtschaft Politiker kauft, die dann dafür sorgen, dass demokratische Entscheidungen der Bürger ins Leere laufen. Ja, wir hören ja immer, die Amerikaner interessieren sich nicht für Gentechnik. Wenn man aber sich das genauer anschaut, dann haben wir also auf der Westküste eine ganze Menge von Volksabstimmungen, die sich entweder mit dem Anbau oder zumindest mit der Kennzeichnung von Gentechnik beschäftigen. Und an der Ostküste haben wir, da werde ich noch drauf kommen, Entscheidungen der Parlamente. Und es ist so, dass man zwar in den USA relativ leicht sein Geld einsetzen kann, aber ein Argument, das immer wieder verwendet wird, warum man sagt, naja, das ist aber trotzdem in Ordnung, ist, dass die Gelder transparent gemacht werden müssen. Also es gibt relativ gute Sichtbarkeit dieser Geldströme. Und deshalb kann man zum Beispiel sehen, bei dieser einen Volksabstimmung in Jackson County, also in einem Landkreis in Oregon, haben eben Monsanto, DuPont Pioneer, Dow AgroSciences Geld ausgegeben. Aber interessanterweise auch auf Landkreisebene dort Syngenta, Bayer und BASF. Ja. Hat in diesem Fall nicht ganz gereicht, aber sie haben ja auch noch das Gesetz von den Republikanern. Wenn wir dann zum Beispiel nebenan bei Oregon in Washington State an der Westküste schauen, dort gab es also eine Volksabstimmung darüber, ob gentechnisch veränderte Lebensmittel gekennzeichnet werden müssen. Und da gibt es also wieder eine lange Liste von Konzernen, die dort Geld gegeben haben, um zu versuchen, das, diese Entscheidung zu verhindern. Und in dieser Liste finden wir Bayer und BASF zusammen mit über einer Million Dollar. In Kalifornien, natürlich noch größerer und bevölkerungsreicherer Staat, Prop 37, auch eine Volksabstimmung über Gentechnik, hat die Industrie mit einer Millionen-Werbekampagne knapp zum Scheitern gebracht. Und hier sehen wir Bayer, BASF und Syngenta insgesamt mit 6 Millionen Dollar dabei, die politische Situation in den USA zu kaufen. An der Ostküste, wie schon gesagt, haben wir Parlamentsentscheidungen. Dort haben verschiedene Parlamente gesagt, wir wollen die Kennzeichnung gentechnisch veränderter Lebensmittel. Die Industrie hat gesagt, naja, als einzelner Staat seid ihr zu klein. Das ist dann unheimlich teuer, extra für euren Bundesstaat überall neue Etiketten auf die Lebensmittel zu pappen. Dann werden eure Lebensmittel teurer oder wir bieten sie überhaupt nicht mehr an dort. Und dafür haben diese Parlamente dann die Lösung gefunden, dass sie gesagt haben, wir verabschieden, dass bei uns die Kennzeichnung von gentechnisch veränderten Lebensmitteln eingeführt wird. Aber wir machen das so, dass das erst in Kraft tritt, wenn genügend unserer Nachbarstaaten das auch verabschiedet haben. Und sie basteln dort im Moment praktisch an der kritischen Masse, wo dann das Argument der Industrie, dass sie ein zu kleiner Markt sind, für so eine Regelung nicht mehr zieht. Nur der Bundesstaat Vermont, der hat einfach gesagt, wir ziehen das unabhängig von den anderen durch. Parlament hat es verabschiedet, Gouverneur hat es unterschrieben, tritt in Kraft. Was passiert? Die Lebensmittelindustrie hat jetzt den Staat Vermont verklagt. Das sei also unzulässig, dort die Gentechnik-Kennzeichnung einzuführen. Und wenn wir uns dann anschauen, Kläger ist dort unter anderem der Verband der amerikanischen Lebensmittelindustrie und dort finden wir auch Bayer Crop Science, Nestle und Syngenta, also auch wieder Konzerne aus Europa, die sich dort engagieren. Ähnliche Geschichten sehen wir nicht nur bei der Gentechnik, sondern zum Beispiel auch bei der Regulierung von Pflanzenschutzmitteln, was aus der Sicht der Imker natürlich eine sehr wichtige Sache ist. Ich will aus Zeitgründen diesen Bereich nicht jetzt auch nochmal aufdröseln, sondern einfach nur darauf hinweisen, diese Art politische Prozesse in den USA zu beeinflussen, beschränkt sich natürlich selbstverständlich nicht nur auf die Gentechnik. Man kann es eben nur an diesem Beispiel sehr gut zeigen.
Und wir haben ja eben gerade in diesen TTIP-Verhandlungen das Problem, wie harmonisiere ich, dass ich Gentechnik-Kennzeichnung von Lebensmitteln in Europa habe und in den USA überhaupt nicht. Also wenn diese ganzen Initiativen der Bürger zum Erfolg geführt hätten und nicht mit einem Haufen Geld im Keim erstickt worden wären, dann gäbe es diese Differenz überhaupt nicht, sondern dann gäbe es Gentechnik-Kennzeichnung auf beiden Seiten, wäre also ganz leicht zu harmonisieren. Wie läuft dann diese ganze Geschichte? Es wird immer gesagt, wir müssen also hier im Geheimen verhandeln mit den Amerikanern, was zum Beispiel dazu geführt hat, dass unsere Volksvertreter im Europäischen Parlament vor dem Leseraum, der dort eingerichtet wurde, protestiert haben, weil nur einige Parlamentarier überhaupt Dokumente aus dem Verhandlungsprozess lesen durften. Und wenn sie da drin irgendwas gefunden haben, gibt es also nach wie vor eine Schweigepflicht. Sie dürfen also, obwohl sie unsere Volksvertreter sind, ihren Wählern, ihrem Wahlkreis nicht erzählen, was sie da nur eigentlich gefunden haben. Und da fragt man sich natürlich, warum überhaupt diese Geheimverhandlungen? Denn spätestens seit Snowden wissen wir, die Amerikaner schnorcheln sowieso hemmungslos alles ab. Also die Verhandlungen könnten eigentlich sehr einfach geführt werden, dass die europäische Delegation dort hineinmarschiert und sagt, unsere Position kennen Sie ja bereits. Was sagen Sie dazu? Ja. Und ganz wichtig zu wissen ist, das ist den meisten Bürgern hier in Europa nicht klar, die Obama-Administration hat überhaupt kein Mandat, mit uns im Geheimen zu verhandeln. Es ist nämlich so, dass der amerikanische Kongress die Administration ausdrücklich autorisieren muss, solche Geheimverhandlungen zu führen. Das ist die sogenannte Fast Track Negotiating Authority. Normalerweise darf der Kongress im Prinzip Zeile für Zeile über so ein Abkommen abstimmen und sagen, das gefällt uns, aber das passt uns nicht. Und durch diese Fast-Track Negotiating Authority muss der Kongress, um Verhandlungsprozesse zu beschleunigen, ausdrücklich auf dieses Recht verzichten. So, und in der letzten Legislaturperiode haben Obamas Demokraten ihm genau diese Autorität, diese Berechtigung verweigert. Der Harry Reid hat Obama sogar offiziell mitgeteilt, er wird diese Frage nicht einmal damals als Führer der Demokraten im Senat zur Abstimmung bringen. Und auch jetzt nach den Kongresswahlen, wo die Demokraten den Senat verloren haben, ist vollkommen unklar, ob irgendwie eine Mehrheit in den USA dafür organisiert werden kann, der Obama-Administration diese Fast-Track Negotiating Authority zu geben. Auch in der letzten Rede zur Lage der Nation hat Obama versucht, für so etwas zu werben. Aber im Moment verhandeln die Europäer mit den Amerikanern so ungefähr unter dem Motto, naja, irgendwann rechtzeitig vor Abschluss der Verhandlungen wird der Obama diese Fast-Track Negotiating Authority schon bekommen. Ja? Also ein relativ merkwürdiger Zustand, der auch die Kommission in Erklärungsnöte gebracht hat, weil eben ihre Ausrede, man könne mit den Amerikanern nur im Geheimen verhandeln, so einfach nicht funktioniert. Zusammenfassend kann man sagen, dass auf beiden Seiten eigentlich die gleichen Konzerne die Fäden ziehen. Es verhandeln EU-Industriemarionetten mit US-Industriemarionetten. Und das geht sogar so weit, dass es also zum Beispiel der Ulrich Weigel, der in der Generaldirektion Handel in der Verhandlungsgruppe SPS leitet, wo es eben zum Beispiel um Rückstände und Kennzeichnung von Lebensmitteln und solche Sachen gibt. Ja. Und bei meinem letzten Besuch in Brüssel hatte ich so einige, ich bin da ja schon lange genug unterwegs, so einige
Frühstück- und Abendessen-Gespräche, wo mir Leute aus anderen Teilen der Kommission gesagt haben, wir werden von der Generaldirektion Handel im Prinzip genauso behandelt wie die EU-Parlamentarier und die Bevölkerung. Die kochen da, die versuchen dort ihr eigenes Freihandelssüppchen zu kochen und selbst die anderen Teile der Kommission darüber im Dunkeln zu halten, was da nur eigentlich die Agenda ist. Das liegt daran, dass sich anscheinend in dieser Generaldirektion Handel praktisch alle Freihandelsfundamentalisten vereinigt haben. Da gibt es also sogar noch Restbestände der FDP. Und die sind also im Prinzip derartig auf diesem neoliberalen Kurs noch, dass nicht alles, was sie da machen, auch von den anderen Teilen der Kommission getragen wird. Ja? Ich überspringe jetzt mal ein paar Punkte noch, bringe noch ein paar Highlights. In den USA und in Kanada wird eben auch das Thema Freihandelsabkommen sehr kontrovers in der Bevölkerung diskutiert. Und dort hat man den Vorteil, den zweifelhaften Vorteil, bestimmte Eigenschaften dieser Freihandelsabkommen schon sehr gut zu kennen, so zum Beispiel auch den Investorenschutz. Und in Kanada hat man jetzt gerade mal untersucht, wie viele Klagen hat es denn eigentlich schon gegen Kanada, Mexiko und US seitens der Wirtschaftsinteressen gegeben. Und da ist zum Beispiel dieser nette Milliardär hier, dem gehört eine Brücke und an dieser Brücke kann er Maut erheben und das rentiert sich. Allerdings ist die Regierung jetzt auf die Idee gekommen, irgendwie reicht die Kapazität dieser Brücke nicht mehr aus, wir müssen eine zusätzliche Brücke bauen. Ja, und damit wäre natürlich dieses Mautmonopol auf dieser Strecke weg. Also klagt dieser Milliardär gegen den Bau dieser weiteren Brücke und er klagt jetzt also auf Schadenersatz aufgrund von NAFTA wegen entgangener Gewinne. Man muss nochmal hier bei diesen Schiedsgerichten und diesen Gerichtsbarkeiten darauf hinweisen, es gibt sie zwar auf WTO-Ebene auch schon, allerdings gilt das für Auseinandersetzungen zwischen Staaten. Also wir sind zum Beispiel bei diesem Gentechnik-Moratorium nicht etwa von Monsanto verklagt worden, sondern vom amerikanischen Staat. Dass natürlich Monsanto sich den amerikanischen Staat vorher zur Beute gemacht hat, das wissen wir jetzt. Aber formal gibt es diese Staaten, dieses Klagerecht. Formal gibt es dieses Klagerecht nur zwischen Staaten, während eben das Neue an NAFTA ist und das Neue eben an dieser neuen Freihandelsagenda ist, dieses Klagerecht Firmen einzuräumen, die dann Staaten verklagen können. Ja? Wenn ich auf Augenhöhe Staat gegen Staat verhandle, oder so eine Klage führe, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel eine Gegenklage, also wenn du mir da Stress machst, dann schlage ich auf dieser anderen Seite zurück. Ein großes Problem bei diesem Investorenschutz für Firmen ist, dass ein Staat von einer Firma verklagt werden kann, aber nicht umgekehrt. Ja, das ist also eine ziemlich einseitige Geschichte. Es gäbe ja in Sachen Subventionsbetrug und so weiter und so fort auch genügend Punkte, wo sich vielleicht ein Staat beschweren könnte, dass ein Investor sich nicht richtig verhalten hat, aber das ist eben auf dieser Ebene nicht möglich. Wir haben jetzt inzwischen schon
Unsere Bundesregierung, die seit geraumer Zeit schon für TTIP wirbt. In dem Zusammenhang ist es spannend, dass wenn Kritiker von TTIP sich aufregen, dann heißt es, ihr wisst doch noch gar nicht, was drinsteht. Ja? Auf der anderen Seite gilt dieses Argument offensichtlich nicht, wenn es darum geht, TTIP über den grünen Klee zu loben, wie viele Arbeitsplätze das schafft und wie viel Wirtschaftswachstum und so weiter. Herr Gabriel wirbt schon seit letztem Jahr für die Chancen durch TTIP. Und dort ist eben auch sehr spannend, wie er dort argumentiert, vor allem wenn er vorher gerade mit den Amerikanern geredet hat. Er sagt nämlich, dort es sei eine gigantische geostrategische Chance. Worum es nämlich tatsächlich geht, und da hat er sich also ein bisschen verplappert, worum es tatsächlich geht, ist im Prinzip eine Front gegen China zu organisieren. Und er redet hier von Umweltstandards und so weiter und so fort. Man kann das aber vor allem im pazifischen Raum gerade sehen, dass die Amerikaner da ein ziemliches Problem haben, weil nämlich die Chinesen ihrerseits ihr eigenes Freihandelsabkommen vorgeschlagen haben, wo die Amerikaner nicht außen vor sein wollen. Also im pazifischen Raum beteuern sie die ganze Zeit, dass sich das Abkommen nicht gegen China richten würde. Allerdings in Europa reden sie ständig davon, wir Europäer und Amerikaner müssen doch zusammenhalten wegen China. Ja? Sehr, sehr schizophrene und auch gefährliche Gratwanderung, die man dort macht. Dann werden natürlich schon seit einiger Zeit EU-Kommissare ins Rennen geschickt, um jetzt für das Freihandelsabkommen zu werben. So zum Beispiel in einer Veranstaltung, wo ich eingeladen war im Bayerischen Hof in München. Und das war sehr hochkarätig besetzt. Also nicht nur Herr Oettinger, sondern ein Vorstandsmitglied vom BMW, eine Dame, die Verhandlungen in einem bestimmten Sektor für die Amerikaner führt und so weiter. Unsere Europaministerin und dort konnte man also sehr gut sehen, dass die Argumente, die den Bürgern immer erzählt werden, warum wir jetzt ganz dringend das Freihandelsabkommen brauchen, wahrscheinlich nicht die Argumente sind, mit denen man das intern begründet. Also was man immer wieder sehr gerne hört, ist natürlich die Geschichte der Rückspiegel und der Blinklichter in der Automobilindustrie. Ja? Ziemlich absurde Geschichte, weil wer also schon mal ein BMW-Neuwagen versucht hat zu bestellen, der konnte sich also durch eine lange Liste von Optionen durchhangeln, die ich schon als einzelner Kunde haben kann, auch im Bereich von Rückspiegeln. Dass wir also ein umfassendes Freihandelsabkommen brauchen, um dieses Rückspiegelproblem zu lösen, ist ziemlich absurd. Und Herr Oettinger versuchte in seinem Vortrag dann auch, er war damals noch Energiekommissar, dieses Argument so ein bisschen umzubasteln, damit das auch für seinen Kompetenzbereich zutrifft. Und er erklärte dann also, die Elektromobilität stehe bevor. Und bei der Elektromobilität sei es ja ganz wichtig, dass überall der Stecker passt. Also er führte dann weiter aus, wenn wir dann jetzt von Deutschland nach Italien mit dem Elektroauto in Urlaub fahren, dann muss da unten ja auch der Stecker passen. Und ich habe mir dann irgendwie versucht vorzustellen, was das jetzt mit den transatlantischen Beziehungen zu tun haben könnte. Und bin also als folgendes vom Verband der Schweizer Sammler von historischen Schwimmfahrzeugen gekommen. Also wahrscheinlich sollten wir, also wenn wir jetzt im Urlaub über den Atlantik nach Florida fahren mit unserem Elektroauto, muss da dann auch der Stecker passen. Also an diesem Beispiel kann man sehen, diese Argumente können nicht wirklich die Argumente sein, die hinter dieser ganzen Geschichte stecken. Ja? Wir haben also auch hier den Phil Hogan, den Agrarkommissar, der war also jetzt gerade in Amerika und hat dort zum Besten gegeben, dass man eine Schnellstraße über den Atlantik bauen will für Agrarprodukte.
Es lohnt sich sehr, die Berichterstattung genau zu lesen über diesen Besuch von Herrn Hogan bei seinem Kollegen Tom Vilsack, dem amerikanischen Landwirtschaftsminister. Er hat zum Beispiel gesagt, beide Seiten sollten insbesondere daran arbeiten, künftige Hürden gar nicht erst entstehen zu lassen. Es geht nämlich nicht nur darum, die existierenden Standards zu harmonisieren, sondern es geht auch darum, eine regulatorische Zusammenarbeit einzuführen, in der man zukünftige Standards vorher untereinander abstimmt, was dann eben bedeutet, dass wenn wir uns dafür entscheiden möchten, zum Beispiel die Gentechnik-Kennzeichnung auch bei Milcheierfleisch, wir erinnern uns, einzuführen, wo es bisher noch eine Ausnahmeregelung gab, dann müsste man das erstmal mit den amerikanischen Handelspartnern besprechen, bevor man so etwas umsetzt. Da gab es ja auch eine Ausarbeitung des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages zu der Fragestellung, ob diese zusätzliche Kennzeichnung im Bereich der Gentechnik nach einem abgeschlossenen TTIP-Vertrag noch möglich sei. Und dieser wissenschaftliche Dienst hat die Wahrscheinlichkeit als sehr niedrig eingestuft. Und das ist deshalb eben bekannt, weil genau diese Einführung der Kennzeichnung bei den tierischen Produkten Teil des aktuell gültigen Koalitionsvertrages ist. Da steht also etwas in dem Koalitionsvertrag drin, was nach Abschluss von TTIP wahrscheinlich nicht mehr umgesetzt werden kann. Die Auftritte von europäischen Provinzpolitikern in den USA lösen dort zum Teil allgemeine Heiterkeit aus, zum Beispiel unser Landwirtschaftsminister Schmidt dort, der dann ja zurückkam und dann mit dem Handy-Scannen von Lebensmitteln irgendwie die Gentechnik-Kennzeichnung ersetzen wollte, ja? Und der sich auch dann interessante Äußerungen über geschützte Regionalbezeichnungen gemacht hat. Wir haben das Problem, dass wir also dort handelspolitische, blutige, naive Anfänger in Amerika haben, die dann vollkommen gehirngewaschen hier wieder bei uns auftauchen. Wir haben inzwischen ein breites Bündnis gegen TTIP in Deutschland, in Europa, aber auch in den USA. Die Zusammenarbeit zwischen Nichtregierungsorganisationen ist im Prinzip sehr gut. Sie wird ein bisschen dadurch behindert, dass zum Beispiel die Marita Strasser, die für ATTAC die Aktivitäten koordiniert, nicht in die USA einreisen konnte. Wurde nicht weiter begründet, beziehungsweise die Amerikaner haben dann dementiert, dass das irgendwie etwas mit dem Widerstand gegen TTIP zu tun hätte. Aber wir kennen ja die alte Regel, da gibt es ja verschiedene Zitate, glaube nichts, solange es nicht offiziell dementiert wurde. Das gilt wahrscheinlich auch da. Wir haben also eine europäische Bürgerinitiative. Die Kommission hat inzwischen, das wissen wir aus internen Informationen, erkannt, dass es ein Fehler war, diese europäische Bürgerinitiative nicht anzuerkennen. Sie läuft aber trotzdem weiter und die Zahl der Unterschriften steigt ständig und ist auch keineswegs so, das kann man an diesen Unterschriften sehen, dass sich der Widerstand gegen TTIP irgendwie auf Deutschland beschränkt. Wir haben auch ähnliche Bewegungen, Widerstand gegen CETA, also das bereits fertig verhandelte, aber noch lange nicht ratifizierte Abkommen mit Kanada. Auch in den USA wird wahrgenommen, dass der Widerstand sehr groß ist. Und ich habe mal in einem Gespräch mit dem amerikanischen Generalkonsul gesagt, also auf jeden Fall hat TTIP schon ein Gutes. Es eint nämlich die Bürger in Europa und in den USA im Widerstand. Was wir brauchen, sind keine multinationalen Konzerninteressen, sondern eine transatlantische Partnerschaft der Bürger. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für Fragen. Stehe ich gerne zur Verfügung.
Und ich habe die Macht. Zumindest bilde ich mir ein, ich hätte die Macht, weil ich das Mikrofon habe. Danke, Walter Hilfiger, für diesen Vortrag, für diesen sehr ausführlichen Vortrag mit Aspekten, die wahrscheinlich für viele relativ Neues gebracht haben, was sie noch nicht kannten. Und ich habe das Mikrofon, also mir bitte zuwinken, wer Fragen stellen will. Gibt es die Präsentation online? Ja, es gibt eine, es gibt zwei ältere Versionen davon online, also einfach meinen Nachnamen Hilfiger und Freihandelsabkommen bei YouTube eingeben. Dann gibt es einen Vortrag, wo sich der stellvertretende Bundesvorsitzende der ÖDP tatsächlich die Mühe gemacht hat, die einzelnen Folien zum Vortrag dahinter zu hinterlegen, damit man das gut nachvollziehen kann. Es gibt einen etwas aktuelleren Vortrag aus Donaueschingen von unserer großen am Vorabend unserer großen Imkerkonferenz. Der ist zwar medientechnisch nicht so perfekt, aber halt inhaltlich ein bisschen aktualisiert. Ich stelle Ihnen aber auch gerne die Folien zur Verfügung, wenn Sie sich da mit einigen Informationen bedienen möchten. Weitere Fragen? Ist zwar nicht so direkt eine Frage, sondern eigentlich eher etwas, was ich bemerkt habe, beziehungsweise festgestellt wurde, dass es eine neue Klausel da auch mit drin gibt in diesen TTIP-Verhandlungen, mit dem jetzt diese ganze auch schon angesprochene Lobbyverbände, die dort Gesetze schreiben und dann den Politiker unterjubeln, dass das jetzt sogar dort ganz offiziell im Vertrag als eine gängige Methode festgeschrieben werden soll. Ja, das ist das Konzept, darauf spielt auch der Hogan in seinem Zitat dort an, des Living Agreements, also eines gelebten Vertrages und der regulatorischen Zusammenarbeit. Also die Idee ist, so eine Art Frühwarnsystem einzurichten. Also wenn jetzt in irgendeinem, bei einem der beiden Verhandlungspartner, hört jemand die Freakshow ab und zu, den Podcast? Ne? Niemand? Heute Chaos schon. Computer Club? Okay. Naja. Eben diese regulatorische Zusammenarbeit, und da stellt man sich also vor, wenn sich jetzt, also irgendwo, nehmen wir mal an, jetzt das wäre schon in Kraft und jetzt gibt es in Deutschland einen Koalitionsvertrag, da steht drin, wir wollen also die Kennzeichnung der Gentechnik bei tierischen Produkten einführen, dann soll es also die Aufgabe des Verhandlungs- oder des Vertragspartners sein, also in diesem Fall Europa, die Amerikaner zu informieren, pass mal auf, da braut sich was zusammen, regulatorisch. Ja? Sodass dann praktisch die solche Sachen rechtzeitig auf dem Radarschirm der verschiedenen Lobbyverbände auftaucht und man das rechtzeitig wieder versenken kann. Ja? Also der Hogan hat ja auch gesagt, man soll praktisch solche regulatorischen Hürden, man soll zusammenarbeiten, damit solche regulatorischen Hürden gar nicht erst entstehen. Ja? Das ist die eine Seite der regulatorischen Kooperation. Mhm. Hat jemand Fragen? Oder um es klar zu sagen, das Idealbild ist die gegenseitige Informationspflicht, wenn man vorhat, Gesetze zu erlassen, die diese Verhandlungsgegenstände betreffen, und nicht etwa das Recht dieser Verbände da dann einzugreifen. Also das ist dann offen. Aber es gibt ja bekanntlich ein offenes Recht, was man machen kann, ganz offen, und das, was man wirklich tut. Also naja, es ist so, dass es jetzt schon so ist, dass da gab es auch so eine herrliche Sendung im deutschen Fernsehen, wo sie dann mal irgendwohin nach Brüssel marschiert sind und haben Industrievertreter gefragt, sind sie zufrieden damit, wie viel Zugang zu Informationen sie haben, und sind sie zufrieden damit, wie sie sich in den Verhandlungsprozess einbringen konnte. Und die waren geradezu euphorisch. Ja? Natürlich ist es so, dass das sieht man eben auch an Daten, die das Corporate Europe Observatory vorgestellt hat. Auf beiden Seiten
geben sich natürlich die Verhandlungsdelegationen größte Mühe, herauszufinden, was die Wirtschaft will. Ja, wenn man sich anschaut, ich kann die Folie gerne nochmal hier auf den Bildschirm bringen, die habe ich vorhin übersprungen. Ja. Wo haben wir das jetzt? Das ist unkontrolliertes Folienwachstum. Genau. Solange ich noch ungefähr weiß, wo die Dinge sind. Ja. Also es gibt ein Dokument vom Corporate Observatory. Verhandlungsleiter haben also 130 Meetings mit Interessenverbänden gehabt, um sich abzustimmen, in welche Richtung sie nur eigentlich verhandeln sollen. Und davon waren 119 mit Konzernen und Industrieverbänden. Und ich gehe mal davon aus, dass diese regulatorische Kooperation im gleichen Stil dann weiterlaufen ist. Also diese Beamten, die arbeiten natürlich auch nicht in einem Vakuum, sondern sie versuchen eben herauszufinden, welche Positionen dann auch Akzeptanz von der Wirtschaft haben. Genau, in der regulatorischen Kooperation ist laut den Aussagen der Politik gemeint, dass sich die Vertragsparteien gegenseitig informieren. Das sind die USA und die EU. Wie man sieht, herrscht ja volle Transparenz, zumindest für die. Genau. Ach, ist übrigens natürlich auch so in Brüssel, wenn man da als Lobbyist ständig ist, also wenn ich mir anschaue, was ich als jemand, der seit vielen, vielen Jahren ab und zu da mal hinfährt und Leute kennt, an Informationen bekommen kann, dann kann ich im Prinzip nur hochrechnen, wie der Informationsfluss zu jemandem ist, der dort ständig ist und Kontakte pflegt. Also die Intransparenz ist mit Sicherheit hauptsächlich gegenüber den Bürgern vorhanden, aber die Wirtschaftsinteressen, die wissen ganz genau, was in dem Sektor, der sie betrifft, gerade verhandelt wird. Also die USA haben praktisch aus Kapitalgesellschaften und juristischen Personen Verfassungsobjekte gemacht, verfassungsrechtliche Objekte, was bei uns nicht gibt. Und wir haben das sogar noch übertrieben und auf unserer Seite sogar noch über das gestellt, über die Rechte der Bürger. Also es geht ein bisschen weiter. Jetzt habe ich mal eine Frage zu, im Verhandlungsmandat steht eindeutig drin, wird auch immer wieder betont, dass bestimmte Bereiche der Gesetzgebung ausgenommen werden. Und zwar geht es um Umweltschutz, Sozialstandards, Arbeitsnormen, Verbraucherschutzstandards. All diese Dinge sollen explizit ausgenommen werden. Inwiefern kann das Vertrag denn dann das eigentlich noch unterlaufen, weil dann ist ja eigentlich alles in Ordnung. Ja, also dieses Verhandlungsmandat ist im Prinzip für die Öffentlichkeit gedacht, damit die Öffentlichkeit den Eindruck hat, dass es da mit rechten Dingen zugeht. Mir haben also auch Leute aus anderen Teilen der Kommission gesagt, es gibt einen offiziellen Informationsfluss zwischen den verschiedenen Bereichen der Kommission darüber, was da tatsächlich gerade verhandelt wird. Und es gibt abends in der Kneipe einen Informationsfluss darüber, über was wirklich gesprochen wird. Und da, das Schöne eben an diesen Geheimverhandlungen ist, dass ich hinterher, wenn ich mich nicht ganz an mein Verhandlungsmandat gehalten habe, sagen kann, da mussten wir leider nachgeben, sonst hätten die mit uns nicht und so weiter und so fort. Ja. Wir kennen dieses Beispiel aus einem ganz anderen Zusammenhang, auch im Bereich der Landwirtschaft. Da gab es mal eine Klage von einer ganzen Reihe von Leuten vor dem Bundesverfassungsgericht und es ging dabei um die Rückgabe von Land in den nach der Wiedervereinigung. Und zwar war es so, dass es ja unheimliche Auseinandersetzungen darüber gab, wem jetzt irgendwie ein Häuschen oder eine Wohnung oder sowas gehörte. Aber im Bereich der Landwirtschaft war eine Rückgabe in den Wiedervereinigungsverträgen ausgeschlossen. Und da haben eben Familien, die früher dort im Osten mal Land besessen haben, dagegen geklagt. Und
Dort hat Herr Schäuble vor dem Bundesverfassungsgericht gelogen. Er hat nämlich dort behauptet, das würde deshalb im Wiedervereinigungsvertrag drinstehen, weil die Russen das verlangt hätten. Gorbatschow und Schewardnadse haben beide gesagt, das haben wir nie verlangt, ja? Sondern vermutlich hat das etwas damit zu tun, dass man ja hier bei uns mit dem sogenannten Strukturwandel die kleinen Betriebe loswerden will und zu größeren weltmarktfähigen Strukturen kommen möchte, und hat gesagt, naja, den Gefallen haben die uns im Osten, hat uns die DDR schon gemacht, und wir rollen da jetzt die Sache nicht wieder zurück. Da gibt es ein herrliches Buch darüber, Nehmt und euch wird gegeben, weil nämlich stattdessen sich die sogenannten Roten Junker, also die Verwalter dieser landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, arm gerechnet haben gegenüber den Bauern, die da ursprünglich mal zusammengefasst worden sind und diese Betriebe übernommen haben. Also hier ist es auch so, man hat etwas, was versucht, etwas, was die Deutschen, also Kohl und Schäuble wollten, in diesen Vertrag hineingebracht. Und weil diese Verhandlungen ja erstmal intransparent waren, dann behauptet, die andere Seite hätte das haben wollen. Ja. Gibt sogar über diese Lüge von Herrn Schäuble gibt es sogar eine Doktorarbeit, kann man im Internet nachlesen. Ja. Also ein Ehrenmann in jeder Hinsicht. Und genauso läuft das eben mit Sicherheit auch mit diesen Verträgen. Da hat jeder seine offizielle Fassade, wo er sagt, hier ist unser Verhandlungsmandat und darum geht es offiziell. Und hinterher steht was anderes drin, und zwar jeweils die andere Seite. Ja, und die Rechte in diesen genannten Feldern, Umweltschutz, Naturschutz, Verbraucherschutz, Arbeitsnormen, Sozialstandards und so weiter, da selber Normen zu setzen, sind ja dann nach wie vor unberührt. Das zumindest sagt uns das Verhandlungsmandat. Also wir können dann davon ausgehen, dass unsere Regierungen weiterhin diese Rechte festlegen und so weiter. Das Pech könnte ja sein, dass eine Firma dann investiert hat und sagt, ja, jetzt ändert ihr hier irgendeinen Standard, wir verlieren Geld, jetzt klagen wir. Das ist natürlich im Prinzip die Drohkulisse, die man gerne weil dann gibt es, also sobald es mal die Möglichkeit gibt, für Firmen zu klagen, entsteht bei den, das ist zumindest die Hoffnung der neoliberalen Freihandelsapostel, dann entsteht in den Regierungen die Schere im Kopf, wo man dann in vorauseilendem Gehorsam sich an bestimmte Projekte gar nicht mehr heranwagt, weil man sagt, dann müssen wir uns mit irgendwelchen Investoren herumschlagen. Das geht dann gar nicht mehr. Und deshalb ist eben ganz wichtig, dass wir das Kräftegleichgewicht zwischen Zivilgesellschaft und diesen Wirtschaftsinteressen nicht durch die Einrichtung von solchen Schiedsgerichten in eine Schieflage kommen lassen. Weitere Fragen? Eine Sache wurde meines Erachtens auch dort mit verhandelt, beziehungsweise soll mit drin sein, nämlich die gegenseitige Anerkennung von Standards. Das heißt also, wenn jetzt ein Standard in USA oder umgekehrt schlechter ist als bei uns, dürften die trotzdem bei uns vertrieben werden. Der alte Standard gilt auch, der neue auch. Das heißt also, die vorhandenen Regelungen können sozusagen unterlaufen werden, ohne dass man was dagegen tun kann. Genau. Ist übrigens nichts Neues, sondern das ist vielen Leuten auch wiederum nicht aufgefallen, weil es darüber keine öffentliche Diskussion gab. Ich war vor einigen Jahren auf der Biofach und plötzlich gab es dort eine Pressekonferenz. Europa und USA haben eine gegenseitige Anerkennung der Biostandards vereinbart. Ja? Und das ist auch eine ganz merkwürdige Geschichte, weil zum Beispiel das Thema Gentechnikfreiheit in Bioprodukten in den USA ganz anders gesehen wird als bei uns. Also dieses Konzept, dass man einerseits sagt, naja, wir haben die europäischen Standards ja nicht geändert, ja? Dass man sie aber mit einem eigentlich nicht vergleichbaren Standard auf der anderen Seite gleichgesetzt und damit unterlaufen hat, das wird dann gerne unterschlagen. Aber im Biobereich ist das schon passiert.
Ich habe mir dann auch mal angeschaut, ist auch interessant zu sehen, wo ist denn jetzt eigentlich dieser Vertrag, der dort bekannt gegeben wurde? Und ich habe dann festgestellt, dieser Vertrag besteht aus zwei Schreiben, die die Kommission und die Amerikaner, die jeweiligen Verhandlungsleiter, haben sich zwei Briefe geschickt, in denen was drinsteht. Und das, diese zwei Briefe zusammen sind diese gegenseitige Anerkennung von Biostandards. Spannende Geschichte. Kann ich Ihnen auch gerne zur Verfügung stellen, falls Sie das Thema interessiert, können Sie sich mal durchlesen, was da tatsächlich drin steht. Weitere Fragen? Inwieweit ist der Begriff Standard eigentlich geklärt bei den Verhandlungen? Was ist denn der Standard? Gute Frage. Ich weiß nicht, ob es da eine allgemeingültige, weil letztlich das Verhandeln, selbst wenn der Begriff Standard verwendet wird in dem Verhandlungsmandat, das heißt noch lange nicht, dass der sich tatsächlich dann in den Verträgen wiederfindet, sondern diese Verträge, das können wir ja bei CETA sehen, werden dann seitenlange Auflistungen von Spezialbereichen werden, mit ein bisschen Prosa obendran. Also wie dann die Harmonisierung zweier Standards oder zweier Regelungen dann tatsächlich durchgeführt wird, kann man im Kleingedruckten des Vertrages nachlesen. In Deutschland haben wir ja meistens das Vorsorgeprinzip des Staates, das heißt, es wird vorher genau festgelegt, wer darf was in Umlauf bringen. Und gibt genügend Aufsichten, die das Ganze beachten. In Amerika haben wir ja genau das Gegenteil. Da wartet man ja erst ab, bis irgendetwas mal passiert, wie beim Fracking oder bei anderen Beispielen. Und wenn dann etwas passiert, also wenn diese Züge dann mal explodieren, dann fängt man mal so langsam an, die Gesetzgebung zu beschäftigen. Mhm. Wie kann dieses Zusammenprallen dieser zwei Welten eigentlich in einem Vertrag verhandelt werden? Ja, es ist so, dass das WTO-Freihandelsrecht steht schon in einem gewissen Widerspruch zu diesem Vorsorgeprinzip, was man am Beispiel der Gentechnik sehen kann. Aber es ist ein erklärtes Ziel der Amerikaner, und zwar nicht der amerikanischen Bürger, sondern der amerikanischen Verhandlungspartner und der Lobbyverbände, die dort Input haben, die aus ihrer Sicht überzogene Anwendung des Vorsorgeprinzips mit Hilfe des Freihandelsabkommens einzuengen. Das ist zum Beispiel, kann man sehen, an einem Schriftwechsel zwischen dem amerikanischen Handelsbeauftragten und dem Lobbyverband der amerikanischen Agrarindustrie. Wir haben ja als Imkerverbände mit durchgekämpft, ein Teilverbot der bienengefährlichen Neonicotinoide. Das sind Insektizide, mit denen eine Reihe Konzernen, vor allem europäische Konzerne, ein Milliardengeschäft machen weltweit. Und der amerikanische Handelskommissar ist also angeschrieben worden, doch diese überzogene Anwendung des Vorsorgeprinzips in Europa durch das Freihandelsabkommen zurückzurollen. Und das macht man eben genau in Vereinbarungen zum Beispiel Zulassungsverfahren von Pflanzenschutzmitteln. Ja. Also das Vorsorgeprinzip spiegelt sich dann in der Umsetzung wieder in sogenannten Risk Assessment Guidelines bei Pflanzenschutzmitteln und Gentechnik der EFSA. Und wir finden zum Beispiel im Kontext von diesem Freihandelsabkommen von verschiedenen Kommissaren die Beteuerung, diese Verfahren vereinfachen und zu beschleunigen zu wollen. Ja? Und da wird man dann behaupten, am Vorsorgeprinzip haben wir nichts geändert. Woran wir aber etwas geändert haben, ist an der tatsächlichen Umsetzung bei der Risikobewertung dieser Substanzen.
der Angriff auf dieses Vorsorgeprinzip, der gilt ja dann auch für andere Bereiche. Könnten Sie da auch noch Beispiele dafür bringen, jetzt außerhalb des Agrarbereichs? Mit Sicherheit nicht in der gleichen Tiefe, weil als Imker bewegen wir uns im Agrarbereich, ist natürlich vollkommen klar. Ja? Aber es gibt also von der EU-Umweltbehörde in Kopenhagen, ja, gibt es eine Reihe von Bänden, die sich mit der Anwendung des Vorsorgeprinzips beschäftigen, unter der Überschrift Late Lessons from Early Warnings. Es ist nämlich so, dass natürlich auch in der EU das Vorsorgeprinzip vom Einfluss von Lobbyverbänden nicht unberührt bleibt und dass man häufig dieses Vorsorgeprinzip zu spät anwendet. Also vor allem auch, wenn ich mir zum Beispiel anschaue, den Bereich Trinkwasserqualität, ja. Es ist ein ganz wichtiges Thema, sowohl für den Umwelt- und den Verbraucherschutz ein ganz wichtiges Thema. Und dort versucht man eben auch einerseits möglichst niedrige Standards durchzusetzen und zweitens auch die kommunale Selbstbestimmung einzuschränken, weil ich natürlich in diesem Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge eigentlich ständig gegen die Freihandelsprinzipien verstoße. Und da machen sich übrigens die amerikanischen Bürger gerade in diesem Bereich, weil nämlich gerade im Bereich Trinkwasser europäische Konzerne gerne unterwegs sind. Es gibt schon einige Regionen, zum Beispiel in Kentucky, wo die Trinkwasserversorgung von europäischen Konzernen übernommen worden ist. Da macht man sich eben Sorgen, dass die kommunale Daseinsvorsorge Subjekt des Welthandels wird. Ja. Wie sehen Sie das denn grundsätzlich mit Freihandelsabkommen, also jetzt im Allgemeinen gesehen, also jetzt nicht im speziellen TITA oder CETA, also jetzt mal allgemein gesprochen, wenn also Staaten Handelsabkommen abschließen? Im Prinzip würde ich sagen, das war am Schluss transatlantische Partnerschaft der Bürger. Also wenn wir diese Handelsabkommen, vor allem wenn sie sehr umfassend werden, greifen sie in Bereiche hinein, die wir zum Teil auch in Gesetzgebungsverfahren regeln würden. Und bei einem Gesetzgebungsverfahren ist es eben, gibt es wesentlich mehr Transparenz. Da wird ein Gesetzentwurf vorgelegt, da werden Anhörungen von Bürgern und Verbänden gemacht. Einen Gesetzgebungsprozess kann ich relativ genau verfolgen als Bürger und dann entsprechend begleiten, dass ich mich dann an meine Abgeordneten wende und sage, die Passage da steht irgendwie was Gefährliches drin. Wenn man also diese Verhandlungen so transparent machen würde wie Gesetzgebungsprozesse, sodass eine breite Bürgerbeteiligung an den Detailfragen möglich ist, dann halte ich das durchaus für sinnvoll, solche Verhandlungen zu führen. Dann wären sie aber so demokratisch, dass sie gerade für die Interessen, die dort im Moment unterwegs werden, sind, uninteressant werden. Ich darf aber vielleicht auch noch, wenn man sich das Ganze ökologisch betrachtet, hat dieser Freihandelswahn bei uns auch Schattenseiten, die leider nicht bei denen, die dort Handel treiben und die daran verdienen, sich niederschlagen. Wir haben zurzeit eine enorme Einschleppung von Organismen aus anderen Ökosystemen. Und das haben wir also in der Imkerei, haben wir zusätzliche Parasiten, die eingeschleppt worden sind, mit denen wir uns herumschlagen müssen. Wir haben aber auch das Problem, dass weltweit unheimlich viele Parasiten für Kulturpflanzen eingeschleppt werden, die dann
häufig massiv mit Chemie versucht werden zu bekämpfen. Also wir haben einen enormen, ich war jetzt gerade eben in Massachusetts, da ist also ein neuer Schädling eingeschleppt worden, der die ganzen Ahornsirup produzierenden Bäume bedroht. Und weil das natürlich für diese Region unheimlich wichtig ist, wird da ohne Rücksicht auf Verluste mit Chemie reingegangen, was wiederum dramatische Folgen für die Bienen hat. Und diejenigen, die mit den Produkten handeln, mit denen diese Organismen verschleppt werden, werden nach meinem Kenntnisstand nie in irgendeiner Weise zur Rechenschaft gezogen. Wir haben in Europa jetzt, ist auch inzwischen in Deutschland angekommen, eine asiatische Hornisse, die mit irgendeiner Lieferung von Blumentöpfen in Südfrankreich angekommen ist und seitdem sich überall verbreitet und Bienenschäden verursacht. Mir ist nicht bekannt, dass man jemals ermittelt hat, wer der Lieferant dieser Blumentöpfe waren und dass man den haften ließe für diesen Schaden. Und solange das so ist, dass sich im Prinzip die einen nur die Vorteile des Freihandels genießen dürfen und andere Leute sich dann mit solchen Folgen herumschlagen dürfen, solange muss man auch sagen, findet da vielleicht mehr Handel statt. Es ist ja nicht so, dass wir hier in Europa keine Blumentöpfe produzieren könnten. Mehr Handel statt, als gesamtgesellschaftlich tatsächlich sinnvoll ist. Und das wird in den letzten Jahren, haben also diese Ereignisse, diese Einschleppungsereignisse weltweit so stark zugenommen, dass auf einer Fachkonferenz, wo ich neulich war, und gesagt, wir sind gerade dabei, durch diesen unbeschränkten Handel den Urkontinent wiederherzustellen. Ja? Also die verschiedenen Ökosysteme und Arten haben sich herausdifferenziert, weil die Kontinentalplatten auseinander gedriftet sind. Und jetzt machen wir also, ob das jetzt der Ballastwasser in Schiffen ist oder Holzpaletten, auf denen irgendwas geliefert wird. Ja. Wir bringen im Moment die Ökosysteme dramatisch durcheinander und diejenigen, die daran verdienen, werden auf der Kostenseite nicht belastet. Die chinesische Wollhandkrabben in der Oder, Marderhunde, die sich nach Europa ausbreiten, Maiszünsler, sogenannter Ulmen-Splintkäfer, der eigentlich ein tropischer Käfer ist und ganz was anderes frisst, aber hier Ulmen zerstört in jeder Menge. Ja, damit schlagen wir uns rum. Jetzt habe ich noch eine Frage. Der Sigmar Gabriel ist ja so ein vertrauensseliger Mensch. Also der hat ja gesagt, die Schiedsgerichte sollen natürlich nicht von irgendwelchen Anwaltskanzleien bestückt werden, sondern er wird also dafür sorgen. Und Hand im Feuer hat er, glaube ich, nicht benutzt. Aber die sollen dann praktisch staatlich kontrolliert als ordentliche Gerichtsbarkeit eingerichtet werden, um damit eben den Menschen jetzt die Angst davor zu nehmen. Wie ernst ist denn sowas zu nehmen? Ich glaube, weil die Bürger inzwischen aufgewacht sind und gesehen haben, was bei diesen Schiedsgerichten läuft, halte ich es für langfristig für denkbar, dass irgendwann mal so eine Gerichtsbarkeit eingesetzt wird, wenn wir auch weiter Druck in diese Richtung machen. Aber wie wir an anderen internationalen Gerichtshöfen sehen, müssen eben dann auch die Staaten diese Gerichtsbarkeit tatsächlich anerkennen. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass dieser Prozess, so eine Gerichtsbarkeit aufzubauen, so schnell umsetzbar ist, dass man ihn tatsächlich zur Lösung der Probleme mit den aktuell zu verhandelnden Abkommen hernehmen könnte. Sondern also wenn man das tatsächlich zur Bedingung machen würde, dann würden diese Freihandelsabkommen, wenn die darauf warten müssten, dass diese Gerichtsbarkeit tatsächlich entstanden ist und zur Verfügung steht, dann würden die auf eine ganz andere Zeitachse geschoben, als die, an die im Moment gerade gedacht wird. Und
Ich muss auch sagen, wenn ich mir die Debatte um dieses Freihandelsabkommen so anhöre, da sind alle möglichen Leute, die die tollsten Bedingungen an die Verhandlungen stellen, die leider am Verhandlungsprozess überhaupt nicht beteiligt sind. Und da kann man die tollsten Sachen fordern. Was ich befürchte, ist nämlich, dass da genau das Gleiche passiert, was schon bei CETA passiert, wo man sagt, wir sehen jetzt, in dem einen oder anderen Punkt habt ihr vielleicht recht, aber das Ding ist fertig verhandelt. Und wenn wir das Ding jetzt wieder aufmachen, dann haben die Kanadier keine Lust mehr. Also müssen wir damit leben. Also das ist überhaupt das Problem, auch wenn ich am Schluss erst den Ratifizierungsprozess habe, dass man dann die Abgeordneten enorm unter Druck setzen kann und sagen kann, bloß weil dir die eine Passage nicht passt, kann man doch die tollen Arbeitsplätze, die wir hier vorhersagen, nicht aufs Spiel setzen. Und dann müssen sie halt diese Gesamtkröte schlucken. Also ich glaube, seitens Herrn Gabriel ist das ein Versuch, die Gemüter zu beruhigen, der mit dem tatsächlichen Verhandlungsprozess herzlich wenig zu tun hat. Ich könnte ja noch stundenlang weitermachen, aber das will ich Ihnen auch nicht zumuten. Eine Frage. Sie haben ja auch einen Zeitplan sich gegeben, den ich auch nicht sprengen möchte. Das machen wir regelmäßig selber, das sind wir gewöhnt. Einen Punkt habe ich noch, und zwar, es gibt das Stichwort der vorauseilenden Rechtswirksamkeit, und das manifestiert sich, ich habe mir das Verhandlungsmandat ein paar Mal durchgelesen, auf Empfehlung vom Herrn Ferber. Ich komme einfach nicht ganz auf das, ich finde einige Argumente wirklich gut, aber ich komme nicht ganz auf das, das ist dann, was mich irgendwie total stutzig macht. Wenn ich also als Unternehmen einen Entschädigungsanspruch haben sollte, dann habe ich den bereits dadurch, dass ich investiere, bevor dieser Vertrag in Kraft getreten ist. Das steht da tatsächlich so drin, das irritiert mich. Also das heißt, ich investiere heute in der, sagen wir mal, Mutmaßung, dass dieses Freihandelsabkommen in Kraft tritt. Jetzt produziere ich irgendwas und nachher heißt es Umweltstandards oder so, ich muss es dort anpassen, das kostet mir einen Haufen Geld extra, dann kann ich klagen. Na gut, man muss einfach davon ausgehen, dass man sich, wie ich das hier oben auch in Bezug auf das Corporate Europe Observatory zeigen konnte, man ist bisher davon ausgegangen, dass die Bürger genauso im Tiefschlaf sein werden bei diesen Verhandlungen, wie das zum Beispiel bei Südkorea der Fall war. Ja? Also man hat sich hauptsächlich mit der Wirtschaft unterhalten, was hättet ihr denn gern? Und ich würde sagen, wenn ich die Wirtschaft wäre, würde ich das einfach mal versuchen. Ja? Also wenn ich also so ein rückwirkendes Weihnachtsgeschenk bekommen kann seitens der Politik, ja, Frechheit sieht, versuchen kann man es ja mal. Ja. Jetzt sind wir allerdings als Bürger aufgewacht, wir lesen uns das durch und ich bin relativ optimistisch, weil eben der Widerstand auf beiden Seiten sehr hoch ist, dass so manche Idee, die da drin steht, eben nicht durchkommen wird. Und vielleicht noch meine Empfehlung in diesem Bereich. Nach meiner Erfahrung ist das EU-Parlament in den neuen EU-Verträgen deutlich gestärkt. Wie ich am Beispiel dieser Abstimmung über Gentechnik im Honig gezeigt habe, nimmt man den Fraktionszwang dort auch nicht so bitter ernst. Und es lohnt sich sehr, ständig in Kontakt mit seinem Europaabgeordneten in seinem Wahlkreis zu bleiben und sagen, was weißt du über diese Verträge? Wie wirst du abstimmen? Und die Kommission hat also enorme Angst vor dem Ratifizierungsprozess im EU-Parlament, weil eben diese Aufmerksamkeit der Bürger auch den Europaabgeordneten nicht entgangen ist. Die Kommission versucht, durchs EuGH klären zu lassen, reicht eine Ratifizierung im Europaparlament, was wir vielleicht noch hingebogen kriegen, oder muss das durch alle Mitgliedstaaten? Wenn der Europäische Gerichtshof sagt, das ist ein gemischtes Abkommen, das muss durch alle Mitgliedstaaten, dann wissen Sie ganz genau, wir müssen das Ding stromlinienförmlich machen in den Verhandlungen, damit das überhaupt durchkommt, und dann werden so einige Schnörkel, die die Wirtschaft gerne gehabt hätte, wegfallen.
Und es gibt noch eine Zwischenlösung, über die man gerade nachdenkt, das auf Abkommen zu splitten. In einen Teil, der ganz klar nur vom Europaparlament ratifiziert werden muss, und den anderen Teil aus dem gemischten Abkommen, der dann durch die ganzen Mitgliedstaaten muss, wo man sagt, naja, selbst wenn der Teil in den Mitgliedstaaten dann durchfällt, haben wir wenigstens den Kern gesichert. Also der Ratifizierungsprozess ist der Hebel, wo wir als Bürger, vor allem über die Europaabgeordneten, weil die müssen in jedem Fall abstimmen, Einfluss nehmen können. Und solche Beispiele wie ACTA haben ja gezeigt, da sind wir nicht ganz machtlos. Ein schönes Schlusswort, das renitente Europaparlament. Okay, ich sage mal, danke, es sei denn, es hat noch jemand eine Frage, weil ich könnte wirklich nur lang weitermachen, aber ich sage einfach super, danke. Okay, klasse. Dankeschön. Da ist noch eine Frage. Okay, alles klar.